Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, und da sind wir wieder. Dienstagabend, Ihr Lieblingsduell. Gerald Gross. Servus, ja. Wolfgang. Seit neuestem Jahr mit dem Bierkrug in der Hand, den vermisse ich heute, und die Lederhose, so wie ich dich in Tirol gesehen habe. Hast du mich gesehen in Tirol? Ja, ja. Warst du auch in Tirol? Oder? Nein, aber hättest du ja vorbeischauen. Auf Video gesehen. War wirklich kein atemberaubender Auftrag. Und die Leute am Schluss haben geschrieben: Zugabe, Zugabe, wirklich? Zugabe. Ja. Also und haben das Gansel gemeint, oder? Ja, bitte. Haben die nicht das Gansel auch gemeint? Keine Ahnung, was gemeint hat. Aber sie sind alle, haben immer ein Standing Ovation. Aber ich soll Ihnen liebe Grüße ausrichten. Zugabe vom Gansel? Nein, er stand, die Rollen, die er stand mit wachsen. Dem Bierkrug so in der Hand. Wirklich? So. Ja. Ja, so. Mit der Lederhose. Ja, ja. Mit der Lederhose. Also ich will jetzt keine Vergleiche ziehen zu anderen historischen Persönlichkeiten. Das kommt dir nicht gut, wie wir wissen, oder? Du zahlst immer sehr viel vor Gericht für deine Vergleiche. Keine Vergleiche mehr, keine Vergleiche mehr. So, also Franz Josef Strauß, das kannst du vergleichen. Und du bist bei den Pro-Palästina-Demos dabei gewesen. Nicht, bitte, da genau nicht. Überhaupt nicht. Die Pro-Israel-Demos. Also, jetzt schauen wir uns einmal an, was die beiden Herren heute zu bieten haben. Statt Söder konzentrieren wir uns heute auf Babler, und statt pro Palästina schauen wir, was wir mit Israel zusammenbringen. Also, es wird ein spannender Tag, wir haben viel zu diskutieren und es wird sehr heftig. Ich glaube, wir fangen an mit dem Mann der Woche, auch wenn das der Gerald Gross sicher nicht gut hört, Andreas Babler. Hm? Mhm. Also, ich weiß ja nicht, was wir jetzt von dem schon langsam halten sollen. Ja? Ist das jetzt ein Hero oder ist das ein Zero? Auf jeden Fall, sein Parteitagsergebnis, muss man ehrlich sagen, ist deutlich besser, als ich es erwartet habe. 89%, nicht von schlechten Eltern. Dass kein alter Parteivorsitzender mehr vorbeigekommen ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wurde wahrscheinlich gar nicht eingeladen. Ja, dass die ganze Partei irgendwie entgleist ist, steht auch auf einem anderen Papier. Aber du wirst uns das gleich erklären. Aber gehen wir doch zuerst unserem Bierzeltredner, unserem Stammtisch Genie, unserem Zugabe-Öffentlichkeits-Genie Gerald Gross, das erste Wort. Was fällt dir nach diesem großartigen Parteitag in Graz zu Andreas Babler ein, und bist du jetzt mittlerweile auch schon der Meinung, dass er Herbert Kickl schlagen kann? Also ich möchte einmal von dieser Stelle der Sozialdemokratie herzlich gratulieren zu diesem Parteitag. Sie haben es immerhin in 3 Stunden zusammengebracht, 550 Stimmen auszuzählen. Wirklich, also 3 Stunden. Ich habe gesagt, jede Integrationsklasse in Delfs mit einem Integrationsanteil von 98% bringt das in 3 Minuten zusammen. Aber wir lernen, die Sozialdemokratie, nachdem sie zuerst vor einem halben Jahr nicht bis 600 zählen konnte, braucht sie nun 3 Stunden, um zu 550 zu kommen. Ja, wir wissen ja noch nicht, ob richtig aussieht. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da hast du ja vollkommen recht, wir wissen noch gar nicht, ob richtig auszählt ist, weil die Endabnahme des Ergebnisses übernimmt immer der ZIP-2-Moderator Martin Dürr. Ja, so. Der hat sich noch der dritte Punkt ist, der mir eingefallen ist, ist eine herrliche Aktion der Freiheitlichen Jugend, die sie vor die Grazer Stadthalle, im Übrigen, es war nicht die große Stadthalle, sondern der zweite Stock, das kleine Besenkämmerchen, das die Messe Graz zu vergeben hat. Dort hat sich die Freiheitliche Jugend hingestellt, im Übrigen Chapeau zu der Aktion, und hat Excel-Dateien und einmal Excel-Kurse ausgegeben. Ich glaube, dass das wirklich auch für das Renner-Institut wichtig wäre, einmal lesen, schreiben, zählen, wenn das die Sozialdemokratie vielleicht in ihrem 80. Jahr der Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg ist vor allem wichtig für die Inflation. Der vierte Punkt ist, was mir aufgefallen ist, es ist zwar von dir und wahrscheinlich von Herrn Dr. Born-Mayne, ich sehe ja schon die Euphorie über das brablerische Ergebnis, wie toll und wie großartig der Held ist, der hat nur nicht einmal 90% gekriegt, und das ohne Gegenkandidaten. Jetzt habe ich mir das angeschaut, die anderen Ergebnisse, die alle gekriegt haben, Klima, Franitzky, Faymann, Gusenbauer etc. Naja, Wagner war bei 75. Es war das 5 schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie der letzten 40 Jahre. Also für Parteivorsitzende haben die gar nicht gehabt. Eben. Du, ja. Ich kann da jetzt einmal alleine 7 aufzählen, die es gehabt haben. Gut. Und davon ist er schon. Also das und davon hat er die rote. Laterne. Also, es passt fünf, also aus meiner Sicht. Ich weiß schon, dass aus eurem tiefroten Herz oder rosa Herz oder wie du das, oder altrot in deinem Fall, dass dir das besonders weh tut, dass du in einem Studio die Wahrheit über den Untergang der Sozialdemokratie hast. Und wenn wir jetzt das alles
alles subsumieren, was wir da gesehen haben in Graz. Ja? Ja. Diese Rede, die im Übrigen mehr grammatikalische Fehler hervorgebracht hat als Annalena Baerbock, also das Rhetorik-Genie Babler, wie gesagt, lesen, sprechen, rechnen, alles Schwierigkeiten. Bei der 3 Minuten Standing Ovation. Ja, unter den Blinden ist der Einäugige Kaiser. Verstehe. Wenn du eine Menge von Blinden hast, dann wird der Bucklige auch aufs Schild gehoben. Genau das ist passiert. Aber sei es drum. Es passt zusammen, dass das am 11.11. passiert ist. Genauso. Wie ich immer er hat ausgeschaut wie ein Stopfgans und intronisiert ist er am Faschingsbeginn worden. Ich glaube, so kann man den Parteitag der Sozialdemokratie doch gut zusammenfassen. Aber die Frage, oder? Die Frage, lieber Bierzeltherr Rohe, war ja eine andere. Die wäre? Nämlich, kann nach diesem großartigen Parteitag, dieser großartige neue SPÖ-Vorsitzende mit seiner großartigen Politik, den großartigen Herbert Kickl schlagen? Ja, ich weiß nicht, in was für einer Kategorie. Nächste Wahl. Beim Taubenscheißen oder beim Mikado oder beim Schach oder beim Schnopsen. Also kann Andreas Blabla etc., kann er SPÖ-Vorsitzender? Ich sage einmal, nein. Weil allein die Grundkenntnisse einer politischen Inszenierung lauten, mache nie am 11.11. einen Parteitag. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, schau, dass du den Parteitag so gewinnst, dass du am Ende ausschaust wie der Held. Und zwar tatsächlich. Ja, 88,8% ist bestenfalls auch voll für die Wiederbetätigung, aber doch kein politisches Ergebnis. Seien wir uns doch einmal ehrlich, ja. In Österreich, die Summe 88,8, aber sei es drauf, ist mir doch alles wurscht. Es ist ja vollkommen egal. Mich wundert wirklich, wie alle österreichischen Medien einer Kleinstpartei in Österreich über 48 Stunden jene Aufmerksamkeit schenken konnten, die in Wahrheit 80% der Österreicher nicht mehr interessiert. Nein, jetzt rekapitulieren wir nochmal. Fischer hat ÖV24TV geschaut. Ja, den haben sie auch nicht eingeladen, weil sie vergessen haben, ihm die Einladung zu schicken. Ja, den Franz Franitzky haben sie auch nicht eingeladen, den Armen. Die haben ihn schon zu Tode beerdigt, den armen Franz Franitzky. Jetzt sind wir wenigstens froh, sein Lebenszeichen, er wurde nicht eingeladen. Ich meine, Freunde der Blasmusik. Dann die Rede, die er dort gehalten hat, also dann den Benko, wie wir beide im Übrigen, der Born Männer und ich haben das letzte Woche im Studio auch gemacht, den Benko ordentlich gegeißelt, wobei ich habe keine Schadenfreude dafür, sondern ganz im Gegenteil, machen wir Sorgen um den Betriebsstandort. Und dann vergisst der Babler dort beim Benko-Bashing, dass der Beiratsvorsitzende, also der Aufsichtsratsvorsitzende ausgerechnet sein Vorgänger als SPÖ-Vorsitzender war. Dann kündigt er dort an, die Mieten müssen in dem Land gesenkt werden, es braucht einen Deckel. Und schaut er nach Wien und dort haben sie die Mieten 4-mal erhöht. Und irgendwann mit einem PR-Gag hat jetzt der Ludwig gesagt, in Zukunft, die nächsten 2 Jahre erhöht das eh nicht, nachdem er es die letzten 4-mal alle in die Ecke getrieben hat. Ja. Also Freunde, das ist ja, ich sag dir was, mein Vorschlag. Also du hast keine wirkliche Liebe zum Babler empfunden, aber wirklich kritisch bist du auch nicht mehr. Du bist verunsichert. Nein, es war ja nichts greifbar. Es war ja in Wahrheit eine Kabarettveranstaltung. Schau, du gehst beim Konzert von der Monika, beim Kabarettabend von der Monika Gruber raus und dann unterhalten sie 2 Gäste und sagen, das war super und der andere sagt, das war nur deppert. Kann mir passieren. Wobei bei der Gruber sagen immer alle, dass es super ist, logischerweise. Und das war ja wie ein Kabaretttag. Und am Ende kommt die Zukunft nach Andreas Brabler, der Zukunftshoffnung, kommt der Jugendkandidat Andreas Schieder noch, wird aus dem Hut gezaubert. Ja, genau. Bitte einblenden. Du musst selbst eher lachen. Andreas Schieder. Die Jugend und Zukunftshoffnung der Sozialdemokratie. Bitte. Der Babler redet eine halbe Stunde, wie wichtig die Europäische Union ist, und dann schickt er die leerste Flasche im Whisky-Kabinett der SPÖ in der Löwenstraße. Dem kann ich nicht widersprechen. Naja, eben. Fast 90% Zustimmung auf diesem historischen Parteitag. Ja, aber wenn das bedeutet, wenn das bedeutet, mehr als 90 im Übrigen, Schieder hat mehr als 90 bekommen, wenn also die hohlste Flasche der hohlen Flaschen in der SPÖ über 90% bekommt und der Vorsitzende der Flaschenpartei nur 88,8, Klammer auf, Wiederbetätigung, Klammer zu. Gut, okay. Was soll also ich denn das noch mit sagen? Der Wiederbetätigung. Ja. Kannst du Dr. Bormena, deine Sicht sagen? Der ist ein Spezialist. Ist ein du warst ja am Anfang ein großer Babler-Fan, ja? Dann ein starker Babler-Kritiker,
Ja. Was bist du jetzt nach diesem Parteitag? Das ist eine gute Frage. Aktuell bin ich gerade ambivalent. Weil auf der einen Seite fand ich die Rede von ihm sehr gut. Ich fand die Schwerpunkte, die er gesetzt hat, insbesondere was Kinderarmut betrifft, zum Beispiel extrem wichtig. Das macht sonst keiner. Wir haben einen Karl Nehammer, der sich über Kinder lustig macht, genau, um ihre Armut. Wir haben die FPÖ, für die das Thema gleich überhaupt gar nicht relevant ist. Oder nur, wenn es darum geht, irgendwelche Kinder abzuschieben, meiner Meinung nach. Und dann haben wir den Andreas Barber, der das ganz wesentliche Thema anspricht, dass es in diesem Land noch Kinder gibt, die kein warmes Mittagessen bekommen, die unterversorgt sind und so weiter. Und das finde ich wichtig. Also die Rede war gut, die Rede war wichtig und deswegen hat er auch entsprechenden Applaus bekommen. Ich finde grundsätzlich, dass er eine gute Performance dort hingelegt hat und ich glaube, dass 89% nach einem Parteitag, wo er bitte vor kurzem aus dem Nichts gekommen ist de facto. Du hast auf der einen Seite die Randy Wagner gehabt, die den gesamten Apparat mobilisiert hat, mit wirklich meiner Meinung nach recht fragwürdigen Methoden, um sich ein weiteres Mal an der Macht zu halten. Dagegen hat die Dosko-Zielmaschinerie gehabt, mit Unterstützung von einigen Medien, die großes Interesse daran gehabt haben, dass er gewinnt, plus die SPÖ Burgenland und das Land Burgenland. Und dann hast du den kleinen Babler gehabt, der in Wirklichkeit gar nichts gehabt hat, außer viele, viele Menschen an der Basis, die gesagt haben, ich will so nicht mehr weitermachen. Und was der gemacht hat, ist deswegen historisch, und deswegen ist dieser Parteitag auch historisch, nicht wegen seiner 89%, die übrigens mehr sind, als der Herbert Kickl bekommen hat bei seinem ersten Parteitag. Der hat nämlich weniger gehabt als der Andi Babler. Der zweite Parteitag. Ja, wie viel hat der erste? Nein, ist der zweite. 88,2. Nein, es ist der zweite Parteitag. Nein, das ist ein Blödsinn. Entschuldigung. Das, das eine war er war die letzten Parteitag. Sechs Monate Parteiobmann, oder? Ja, aber die musst du jetzt haben. Ach so, genau. Ja, wenn es euch passt, ja, so, vergessen wir gleich mal drei Parteitag. Mal ausreden. Lassen wir mal ausreden. Also, jedenfalls, es geht, das Historische an diesem Parteitag ist nicht seine 89%, die, wie gesagt, besser sind als die vom Kickl, sondern es geht darum, dass er dort eine Statutenreform durchgeführt hat, wie sie nicht nur für Sozialdemokratie, sondern auch für alle anderen Parteien in Österreich historisch sind. Er hat nämlich diese allein schon 30% Streichung eigentlich hätte bringen. Ganz genau. Ja. Und ich glaube, dass auch viele, viele Menschen, also gerade Wien und Burgenland, mit der festen Absicht dort hingekommen sind, ihn zu streichen. Aber dass er dann genauso gedreht hat, wie er das beim Parteitag vor 6 Monaten beim Außerordentlichen gemacht hat, wo er auch mit seiner Rede und dadurch, dass er einfach eine klare... Also bei dir ist er jetzt von Zero wieder zu Hero. Na, schau, aber da geht es auch immer um den Kontrast. In der letzten Diskussion von uns war er Zero. Da geht es auch immer ein bisschen um den Kontrast. Ja. Wenn ich mal anschaue den Andi Babler und vergleiche mit Karl Nehammer oder mit einem Herbert Kickl, dann muss ich ehrlich sagen, beim Herbert Kickl weiß ich nicht einmal, ob der Bier trinkt oder ob er irgendjemanden mag, weil er schaut so fast schon autistisch aus in seinem Wirken, also auf sich selbst geprägt. Ein bisschen verkrampft. Total verkrampft. Ja, und wenn er dann ab und zu mal auftritt und irgendwie komische, das schaut er einfach nur noch lächerlich aus. Also Herbert Kickl ist einfach ein Unsympathler, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Und ich glaube, die Freiheitliche Partei wird wahrscheinlich bei 60% liegen, wenn es nicht den Herbert Kickl vorne hält. Naja. Und der Andi Babler ist ein gemütlicher, echter, gerader Michel und ich glaube, das schätzen die Leute auch an ihm. Und ich denke... Also er hat auch wieder dein rotes Herz erobert. Ja, er hat mein rotes Herz erobert und ich glaube, ich möchte ihm ehrlich gesagt auch die Möglichkeit geben, jetzt an diesem Parteitag, wo er diese Statutenreform gemacht hat, wo er sich ein starkes, klares Signal von der eigenen Partei an Rückhalt bekommen hat, jetzt gebe ich ihm wieder ein paar Wochen Zeit. Natürlich bleibe ich kritisch, weil am Ende des Tages muss man schauen, ob die Apparatschiks in der SPÖ jetzt weiter Oberwasser haben oder ob er die endlich demontiert und aus der SPÖ einen ordentlichen sozialdemokratischen Laden macht. Das wissen wir nicht. Und ich habe immer gesagt, ich messe die Leute an ihren Taten. Ich habe es auch bei Karl Nehammer gesagt. Ich habe auch gesagt, Karl Nehammer hat unter Umständen die Möglichkeit... Aber die Tat, die er gesetzt hat, war die EU-Liste. Das muss man schon sagen. Nein, er hat die also erstmal die Statutenreform gemacht. Das war der erste Schritt. Die EU-Liste, habe ich von Anfang an gesagt, ist ein Armutszeugnis. Ja? Für die SPÖ, für die heimische Politik ist es generell ein Armutszeugnis. Ja? Deswegen kann ich auch keine Empfehlung für die SPÖ bei den EU-Wahlen abgeben. Sind alle EU-Listen Armutszeugnis? Warten wir mal, wir kennen die Liste der Grünen noch drauf. Wir kennen die Liste der Grünen noch. Also deine Frau Gewessler gibt es nicht mehr. Ja, aber die brauchen wir auch als Umweltministerin in Österreich. Also ich bin froh, dass sie nicht kandidiert, weil ehrlich gesagt, ich möchte, dass sie bis zur letzten Sekunde im Amt bleibt. Aber wenn ich mir anschaue, Champagner-Harry als Gegenkandidat, was soll das sein? Nein, entschuldige, ist ja lächerlich, bitte. Das kannst du nicht ernst nehmen. Deswegen schauen wir mal, was die Grünen an Kandidaten hergeben. Das wird im Februar jetzt entschieden, nachdem es offensichtlich ein paar interne Querelen gibt. Nachdem es niemand findet. Nachdem es offenbar niemanden finden, aber vielleicht finden sie im Februar noch jemanden und dann schauen wir, wer das ist. Und wie gesagt, ich messe den Andi Babler an seinen Taten. Er hat jetzt ein paar Wochen Zeit von mir. Wenn er performt, hat er meine Unterstützung. Also wenn ich dich frage, wer gewinnt die nächste Wahl, Babler oder Kickl, was ist die Antwort?
Wenn Andy Babler in der gleichen Art und Weise, wie er es geschafft hat, seine eigene Partei, die eigenen 150.000 Sozialdemokraten von sich und seiner Programmatik zu überzeugen, einen Wahlkampf macht, in der gleichen Art und Weise, dann kann ich wirklich davon ausgehen, dass der bis zu 30% bekommt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, gerade wenn wir sehen, dass wir jetzt in der Gesellschaft, Stichwort Streiks, Verteilungskämpfe haben und den Leuten die soziale Gerechtigkeit unter den Fingernägeln brennt, dann glaube ich, dass jetzt wirklich die Stunde des Andy Bablers schlagen kann, wenn er es schafft, es auf den Boden zu bringen. Ich glaube eher, da schlägt dreimal die Bumerang vorher und zwar mit dem Schlägel auf. Die schlägt nicht darauf. So, nein, die schlägt an Heiligen Fest und Feiertag, aber sei es drum. Schau, der erste Punkt ist, ich möchte ein trautes rotes Kränzchen da nicht stören. Ja, so ein altroter, ein jungroter, huckern zusammen. Ja, nachdem du halt die Lederhose nicht anhast. So, also sei es drum, einen roten bitte Schädel. Bitte das nächste Mal mit Lederhose. Ordnung, mit Lederhose. Ja, ist ja alles in Ordnung, Schatzfreunde. Der Blasmusik, das Problem ist gegen Herbert Kickl. Ja? Der Messias. Nein. Da geht es jetzt nicht um eine messianische Verehrung. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ich Herbert Kickl sehr objektiv sehe. Na ja. Gegen Herbert Kickl kommt immerhin hat er noch keine Jörg Haider-Medaille. Gegen Herbert Kickl. Nicht? Gegen also Herbert Kickl. Vorbereitung. Gegen Herbert Kickl. Ja? Kommt weder ein Herr Babler noch ein Herr Nehammer an. Der Herr Nehammer, und um euch zu korrigieren, wurde bereits einmal auf einem ordentlichen, außerordentlichen Parteitag gewählt. Mit 100%. Mit 100%. Die Sozialdemokratie konnte nur damals nicht bis 600 zählen. Wir kennen die Geschichte. Gell? Da ist am Parteitag der Herr Doskozil als Bundesparteivorsitzender rausgegangen. Am Montag haben sie ihn am Billersackerl in der Löwenstraße. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Dieser Partei kannst du ja keine Verantwortung in dem Land geben. In einem Billersackerl hast du dann Stimmzettel. Ja, so werden in Österreich ein Bundespräsident wohl offenbar gemacht. Aber sei es drum. Ist ja so. So, und dann wurde es der Herr Babler mit, weiß ich nicht, 52-53%. So, jetzt hat er sich gesteigert auf 88,8%. Klammer auf, Wiederbetätigung. So, sei er drum. Schau, das Problem ist folgendes. In der Politik geht es, weil Sie gesagt haben, Herr Dr. Born-Mehner, der Kickl wirkt für Sie verhärmt und der Kickl wirkt für Sie zu ernst und kein Mensch, der Freude hat oder was auch immer. Schauen Sie, in der Politik, glaube ich, in der derzeitigen Situation, nach diesen 4 Jahren Sebastian Kurz, brauchst du in der österreichischen Innenpolitik wahrlich und zwar tatsächlich, und das glaube ich auch aus innerster Überzeugung, keine Showgestalten mehr, die quasi von einem Fest zum anderen tingeln und in Wahrheit irgendwelche großen Plattitüden abgeben, weder von der linken noch von der rechten Seite, also weder den Herrn Kurz noch den Herrn Babler. So wie Sie es vom Ganzlessen gerade machen. Ich bin aber auch nicht der Spitzenkandidat der FPÖ. sondern du brauchst mittlerweile eine Verlässlichkeit. Und wenn ich mir Herbert Kickl anschaue, kannst darüber diskutieren, ob der besonders sympathisch ist oder vielleicht unsympathisch ist, ob der leutselig ist oder nicht leutselig ist, ob der groß ist oder klein ist. Das, was derzeit zählt und was derzeit wie ein Trumpfass sticht, ist bei Herbert Kickl erst verlässlich. Er ist in seiner Meinung, die er als Parteiobmann, nun vormals als Clubobmann, vormals als Innenminister verkündet hat. Also nicht gut. Wenn es um dieses Roten geht, dann kann ich ausreden, das weiß ich schon, Schmäh. Er ist absolut stringent. Immer das Opfer. Nein, er ist absolut stringent. Er ist klar und deutlich. Er ist am Ende für die Menschen fassbar. Was haben wir derzeit in Österreich für Politik? Wir haben in Österreich eine Politik, wo der Herr Nehammer einem das Gelbe vom Himmel verspricht, das Blaue vom Himmel verspricht und in Wahrheit nichts hält. Und wenn keiner zuschaut, wird der Menschenverachtend zynisch und erklärt den Leuten, sie sollen zum Schachtelwirt mit ihren Kindern gehen und dann Schlangenfraß fressen. Kann ich nicht widersprechen. Brauchen wir nicht reden. Ja. Wir haben in der SPÖ einen Herrn Babler, der zwar als Einzelkämpfer, sie nennen ihn als kleiner Mann, gut sei es drum, aus Dreiskirchen allen erklärt, wie sozial Österreich ist oder laut seiner Vorstellung sein soll. Und die Nagelprobe, wo du Sozialdemokratie in Realität siehst, ist beispielsweise die Bundeshauptstadt Wien, wo die Sozialdemokratie mehr oder weniger mit absoluter Mehrheit regiert. Bei den Herrn Aufkehr oder was auch immer, kannst du nicht ernst nehmen. Und dort das genaue Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit passiert. Gebührenerhöhungen, Mieterhöhungen, Kleingartenvereine, Korruption, Postenschacher, Nepotismus. Die uralte Tante SPÖ zum Vorschein kommt. Und da ist das Problem. Dort, wo die SPÖ in der Lage wäre, ihre Versprechen umzusetzen, ohne einen Partner fragen zu müssen, ohne einen Kompromiss eingehen zu müssen, tut sie es nicht. Daher ist der Herr Babler ein wirklich wunderbarer, das gestehe ich ihm zu, ein wunderbarer Sozialromantiker und Träumer,
dessen Träume an der Realität seiner eigenen Partei nicht standhalten. Können wir diese Träume, bevor wir da jetzt in einen ähnlichen Monolog wie in diesem Tiroler Bierzelt kommen, können wir diese Träume wenn kurz... Wenn du so ein Fan von meinen Reden bist, ja, ich bin total... Lade dich ein, nächste Mal. Bitte unbedingt das nächste Mal mit der Lederhose. Gehst mit deinem, bitte machen wir gehst mit deinem, gehst mit deiner Adonis-Figur, stecken wir den Lederhosen rein, da werden wir vier Hirschen schießen müssen, naja, damit wir das Leder für den Lampen rausgekriegt. Dann stecken wir die eine und dann kommst du in der Bierzeit rein. Wenn du in der Lederhosen passt, passt ja auch in der Lederhose. Nicht mehr so viel Unterschied. Lederdänze. Das weißt du jetzt seit deinem letzten Auftritt. So, also... Du darfst diesen Träumer einmal einen Anti-Traum-Sprich-Faktencheck unterziehen. Gut. Der hat ja dort viele Dinge vorgetragen. Von gegen die Kinderarmut, wie wir schon gehört haben, bis zu Stopp für alle Privatjets. Keine Privatjet-Landungen mehr in Österreich. Was hältst du denn davon? Ja, dann Umweltpolitik und keine Privatjets dürfen mehr in Österreich landen. Erstens, wenn ich mir das gesamte Programm anschaue, korrigiert es mich, wie viele 100 Seiten hat das gehabt? Das ist ja ein mächtiges Programm gewesen. Genau. So. Die Anträge. Die Anträge, ja. Dass das dann quasi Parteiprogramm wurde oder Wahlprogramm wurde, wie du es immer nennen willst. In Wahrheit, der programmatische Teil ist in Wahrheit so dick. Gut, wenn man der Meinung ist, dass die Österreicherinnen und Österreicher durch beschriebenes Papier satt wären, dann hat die SPÖ volle Arbeit geleistet. Nur leider Gottes kannst du in den Papierhaufen nicht einbeißen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Umsetzung von politischen Parteiprogrammen kannst du in der heutigen Zeit vergessen, weil wir wissen, als gelernte Österreicher und als gelernte Politbegabte, dass kein einziges Wahlprogramm die letzten 30 oder 40 Jahre von irgendeiner Partei umgesetzt worden ist. Alles, was uns in den Wahlen versprochen worden ist, ist danach niemals gekommen. Die österreichische Politik ist in Wahrheit die lebendige Lüge. Kann man ja beim Babler teilweise nur hoffen. In dem Fall hoffe ich darauf, dass sich das Programm nicht umsetzen lässt. Denn was hat mich bei diesem Programm... Sage ich dir. Nein, ich möchte auf einen Punkt eingehen, der gerade die Privatjet-Diskussion ist nicht aktuell gerade. Die wird vielleicht aktuell, wenn du mit deinem Privatjet beim Hanakam-Rennen in Kitzbühel vielleicht landest und in Zukunft dann mit einem Drachenflieger hinfliegen musst. Es wird schon irgendwelche Spannweiten geben, die eintragen bis nach Kitzbühel. Aber weißt du, was gerade derzeit aktuell ist? Derzeit, währenddessen wir gerade diskutieren, gibt es wieder Ausschreitungen am Wiener Stephansplatz mit antisemitischen Kundgebungen. Was macht Babler und seine Partei, wo wir wissen, dass wir 2015 einen schweren Fehler gemacht haben, wo wir wissen, dass wir in Wahrheit Illegales in dem Land zugelassen haben? Er schlägt vor, legale Fluchtrouten nach Österreich und nach Europa zu eröffnen. Was bedeutet das? Die Fluchtrouten bleiben die gleichen. Sie kommen übers Mittelmeer, sie kommen über den Balkan. Man erklärt das Illegale, nun laut SPÖ für legal. Man sagt weiterhin, kommt einer. Ein paar Antisemiten, ein paar Messer, kommt einer. Lieber, nachdem das kannst du schon 10 Minuten nein, ernsthaft, Herr Dr. Bornmänner, das muss er auch verstehen. Weil wir sind ja, was das betrifft, wollte neuerdings derselben Meinung. Das kannst du in der Zeit nicht bringen. Ja. Kann man mit dieser Ausländereienpolitik des Babler eine Wahl gewinnen? Ich habe nicht das Gefühl, dass er eine Ausländereienpolitik macht. Na, was denn sonst? Weil er sagt, er ist für Lager an EU-Außengrenzen. Er ist dafür, dass wir uns die Leute holen, die wir in Österreich, in Europa brauchen, aber bitte mit einer Vorselektion. Das bedeutet, dass wir den Menschen im globalen Süden, in Thailand, Vietnam, wo auch immer sie sind, die wir brauchen, zum Beispiel in der Pflege, dort bei sich Deutsch lernen lassen, bei sich qualifizieren lassen und dann über legale Fluchtrouten und legale Migrationswege zu uns holen. Das halte ich für grundvernünftig. Was ich das ist schon sehr naiv. Nein, das ist überhaupt nicht naiv. Entschuldige, was heißt da naiv? Naiv ist es zu glauben, dass du eine Festung Österreich oder eine Festung Europa bauen kannst. Naiv ist zu glauben, dass du Millionen Menschen mit einem Zaun, wie man in Spanien sehen, davon abhalten kannst, Grenzen zu überschreiten. Das ist naiv. Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Das sehen sogar beim Donald Trump und seiner Mauer in den USA und die haben bitte ganz andere militärische Möglichkeiten als wir in Europa und selbst die schaffen die Zuwanderung nicht zu bremsen mit sowas. Weil du auch geschichtlich betrachtet Völkerwanderungen und ganze Bewegungen von Migrationen, die wir ja immer schon gehabt haben, nicht stoppen kannst durch solche physischen Barrieren. Das heißt, du musst dir Folgendes überlegen. Du musst erstens einmal die Verantwortung übernehmen, dass du dort, wo du destabilisierst als Europäische Union, das passiert ja. Das sind ja europäische Konzerne und europäische Regierungen, die in Afrika eine Destabilisierung herbeiführen. Wenn sie endlich einmal aufhören würden, die ganze Zeit irgendwie Gott und Monopoly zu spielen, dann würden wir vielleicht auch weniger Migrationsströme haben. Erstens. Und zweitens, wir müssen die Menschen davon abhalten,
überzusetzen. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir die Leute aus dem Meer fischen und dann bei uns irgendwo verteilen. Wir müssen dafür sorgen, und das hat der Hanni Babler schon gesagt. Nein. Er hat gemeint, es müssen an den EU-Außengrenzen müssen die Menschen abgefangen werden, es muss der Asylstatus geprüft werden, und selbstverständlich hat sich Hanni Babler auch für Abschiebungen ausgesprochen. Also ich erlebe überhaupt nichts. Das habe ich überhört. Also ganz klar gesagt, wer kein Recht auf Asyl hat, kann auch nicht bei uns bleiben. Das ist auch meine Meinung. Herr Dr. Bornmänner, jetzt möchte ich Ihnen Folgendes sagen, weil auch in Ihrer Erklärung ein schwerer Fehler war, und zwar jener, Fluchtzentren außerhalb der europäischen Grenzen, wo wir uns dann aussuchen können, ob Menschen in unser Pflegesystem plötzlich kommen. Die vorher das ist im Übrigen derselbe Fehler, den wir wieder machen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wieso? Einerseits die Wirtschaftsmigration, die wir brauchen, abzudecken, um andererseits das mit dem Grund des Asyls durchzuführen. Jetzt haben wir seit 2015 Millionen von sogenannten Asylwerbern nach Europa bekommen. Millionen von sogenannten Asylwerbern, und Sie, der Herr Merz, die Frau Merkel, der Herr Faymann, der Herr Nehammer, der Herr Kurz, haben alle da gestanden, samt der Industriellenvereinigung, ja super, wir kriegen Millionen von Facharbeitern, Millionen von Pflegern, Millionen von Medizinern. Was haben wir gekriegt? Millionen von Messerschleifern, Millionen von Hobbygynäkologen, Geld, die dann haben irgendwo ihre gynäkologischen Untersuchungen gekriegt. Ein großer Teil davon, ich korrigiere mich. Tausende. Was haben wir, Tausende oder Hunderttausende, was haben wir gekriegt? Antisemiten haben wir gekriegt, homophobe Gestalten haben wir gekriegt, frauenfeindliche Leute haben wir gekriegt. Ja, ist das das, was unsere Wirtschaft braucht? Und nein. Und dann der nächste Punkt. Herr Dr. Bornmänner, Sie kommen mit der alten Kiste Tante Völkerwanderung daher. Ja, so nach dem Motto, hat es eh schon immer gegeben. Ja? Herr Dr. Bornmänner, jede Völkerwanderung war blutig. Jede Völkerwanderung in der Geschichte der Menschheit war blutig. Nein, sie war immer blutig, weil eine Ursprungsbevölkerung ausradiert worden ist. Das ist das Wesen der Völkerwanderung. Hier haben wir mal Germanen geherrscht, dann sind die Römer gekommen. Was haben die Römer mit den Germanen gemacht? Sie haben es umgebracht in Wahrheit. So, eine Völkerwanderung als Beispiel herzunehmen für das, was wir derzeit erleben, dann hätte ich Ihnen sagen können, dann war die Völkerwanderung der Türken nach Wien ja auch, wäre von Erfolg gekrönt gewesen, weil wenn sie in Wien zur damaligen Zeit solche Leute wie Sie gemacht haben, gesagt, Suleiman, komm rein, nimm deinen Säbel mit und erobere Wien. So, ich bin der Meinung, jedes Land hat ein Recht auf seine Identität. Wir haben nicht nur eine Verpflichtung gegenüber der Sicherheit. Wir haben nicht nur eine Verpflichtung über Sozialsystem und Wirtschaft. Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber unserer Identität. Und da kommt, und da macht die Dosis das Gift. Wunderbar. So, ich darf noch ein bisschen moderieren dazwischen und darf sagen, wir sind mitten im nächsten Thema. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Ich habe mir natürlich die Anmoderation des nächsten Einstiegs schon vorweggenommen. Wir müssen darüber diskutieren, was wird aus dem Integrationsversagen und was wird aus der guten Idee von unserer Hanni, dass in Zukunft jeder von denen 1.500 Euro zahlen muss. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, wir wollten eigentlich in der ersten Runde über Andreas Babler diskutieren. Das ist einerseits am Gerald Groß gescheitert, der gemeint hat, der ist eine Witzfigur, wenn überhaupt. Ich glaube, er findet ihn in Wirklichkeit sympathisch. Das ist das Problem. Doch, ich habe es gemerkt. Ich habe das Leuchten in den Augen gesehen. Findest du ihn sympathisch? Ich habe schon gesehen. Ein Träumer, oder? Doch, so. Ja, eben. Träumer. Das ist etwas Positives. Entschuldige, John Lennon. Ich meine, einerseits, eines muss ich schon sagen, im Gegensatz zu Ihnen wirkt selbst Andreas Babler sympathisch. Ja, das ist, aber, ist ein Kompliment. Aber ja? Nur weil es im Wirtshaus schlecht schmeckt, frisst mir nicht aus dem Toilettentopf aus. Keine Ahnung, machen wir weiter. So, also, die Frage, zu der wir dann gleich gekommen sind, weil es einfach die Frage, der entscheidende Punkt ist, wenn man Andreas Bablers Wahlchancen beurteilen will, kann jemand mit diesem Ausländereienprogramm und mit dieser Ich-liebe-alle-Asylanten-Politik, kann der gegen einen Herbert Kickl, der sagt, alle Asylanten sofort raus und Festung Österreich, eine Wahl gewinnen. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, brauchen wir nicht in diesem Land eine viel kompromisslosere Einwanderungspolitik mit unserer Lieblingstante, Hanni, Tante Hanni, du liebst sie ja, bist ja Niederösterreicher, ob nicht die Tante Hanni letztendlich recht hat, die sagt, also in Zukunft
Staatsbürgerschaft erst nach 10 Jahren, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Außer für alle Eltern, die ihre Kinder nicht österreichisch erziehen, 2.500 Euro Strafe, vor allem, wenn die nicht in die Schule kommen, was ja bei islamischen Familien öfter der Fall ist. Besuch von KZ-Lagern als Verpflichtung für eine Staatsbürgerschaft und letztendlich sozusagen Null Toleranz bei Integrationsversagen. Was sagst du dazu? Also, ich finde das Paket, das die Johanna Mikl-Leitner vorgelegt hat, grundvernünftig und frage mich, warum die ÖVP das seit 35 Jahren nicht umsetzt. Ja? Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht den kleinen Udo und andere Leute in ihrem Einflussbereich auch zu solchen Schulungen schickt, weil ich glaube, dass nicht nur Menschen von außen, sondern dass jeder Mensch in Österreich verpflichtend im Rahmen der Schule einmal eine KZ-Gedenkstätte besuchen sollen muss, weil ich halte das für extrem wichtig und wertvoll. Das sollte der kleine Udo verpflichtet. Das sollte vor allem der kleine Udo und alle seine Freunde da auf jeden Fall mal mitkommen, wenn es nur dürfen, weil ich glaube, die sind ja ausgeschlossen. Aber der Punkt ist ein anderer. Der Punkt für mich ist der, dass das Paket, das die Johanna Mikl-Leitner formuliert hat, von, du hast es angesprochen, mit Menschen, die quasi in Parallelwelten sich verabschieden und die vor allem auch Missbrauch an ihren Kindern betreiben. Das ist meiner Meinung nach Missbrauch an den eigenen Kindern, wenn man sie quasi... 2.500 Euro Strafe hinzu. Das Mindeste bitte, ja. Ich glaube, wir müssen da die Strafe dafür kann nicht hoch genug sein. Noch ein Null anhängen. Ja, vielleicht. Wir müssen schauen. Ich glaube, wir müssen da wirklich jetzt langsam Härte zeigen gegenüber diesen Parallelwelten. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, dass wir jetzt gerade in der Radikalisierung auch auf österreichischen Straßen erleben, dass da Menschen in Österreich offenbar leben, die glauben, sie können ihre Scharia einführen. Oder dass Menschen in Österreich leben, die glauben, es ist okay, dass man Frauen nicht die Hand gibt. Denen müssen wir ganz klar sagen, liebe Freunde, wir akzeptieren Couscous und wir essen gerne Kebab und wir trinken alle einen Kaffee. Das ist eine Form von Bereicherung unseres Zusammenlebens, die wir gut finden. Kebab. Entschuldige, Kebab finde ich leiwand. Also ich meine, ich esse nur einen veganen Kebab, der ist auch gut. Also ich bin schon froh, dass wir griechisches Essen in Österreich haben. Ich bin schon froh, dass wir Pizza in Österreich haben. Ich bin schon froh, dass ich nicht nur Schnitzel essen muss oder keine Ahnung, was wir als Heimatspeise bezeichnen. Wobei, ja, Mohnnudeln sind sehr gut. Aber ich meine nur, das ist ja grotesk. Wir sind alle wunderbar bereichert durch, eine Welt, die global ist. Kaffee, Kakao, Kokos, Bananen, das gäbe es ja alles nicht, wenn wir unsere Schotten dicht machen würden. Also das sind ja positive Aspekte. Aber wir müssen schon die Verblendung also aufgeben. Härte gegenüber Asylsuchenden, die sich nicht als Österreicher. Ich würde das nicht nur bei den Asylsuchenden festmachen. Mehr Härte gegen die Feinde von Demokratie. Jeder, der glaubt, er kann sich mit der Demokratie anlegen und unsere offene, pluralistische Gesellschaft bedrohen. Ob das jetzt radikalisierte Katholiken sahen, die das Recht auf Abtreibung in Frage stellen und die Homosexuellen an den Pranger stellen wollen, was ja leider passiert. Oder ob das jetzt radikalisierte Syrer sind, die glauben, dass sie da irgendwie rumstechen oder Sittenwächter spielen müssen. Gut gebrüllt, Löwe. Hast du es deinem Freund Andreas Babler auch schon gesagt? Ja, selbstverständlich. Und was sagt er? Aber Wolfgang, das ist eben genau das. Ich weiß nicht, wo ihr das hernehmt, dass der Andi Babler eine Asylwerbereienpolitik betreiben würde. Ich hab ihn so verstanden und das ist auch geltende Beschlusslage. Das Doskozil-Kaiser-Papier ist geltende Beschlusslage, wo ganz klar drinnen steht Integration vor Zuzug. Und ich bin inzwischen, und ich glaube, dass ganz viele Menschen in der Sozialdemokratie und auch in der Linken nur wie perfekt das umgesetzt wird, sieht man natürlich. Ja, weil sie nicht an der Macht waren. Naja, in Wien sind sie. Ja, aber nicht für die Einwanderungspolitik zuständig. Also Staatsbürgerschaft des Landes. Ja. So, nein, warte, genau, das ist der entscheidende Punkt. Und ich bin auch der Meinung, dass die Staatsbürgerschaft am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen muss. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Linke eine besondere Verantwortung haben zu einem Zeitpunkt, wo wir sehen, dass Menschen, denen wir Schutz und Unterkunft geboten haben, sich gegen unsere Demokratie und unsere Werte... Bei der letzten Staatsbürgerschaftsrunde in Wien war der Festsaal im Wiener Rathaus zu klein. Die sind nicht mehr reingegangen. Und? Das ist ja, weil so viele sind. Ja, aber entschuldige, nicht dösen. Schau dir mal Wien an. 60% der Wiener Bevölkerung hat eine familiäre Migrationsgeschichte. Das ist ja per se nicht schlecht. Aber schlecht sind diejenigen, die gegen unsere Demokratie aufstehen. Da ist mir Herr Dr. Bornmähner. Bitte. Herr Dr. Bornmähner. Die in Wien einbürgert sind, sind nicht die guten alten Böhmen, die mit der Knädelküche daherkommen und das gute K&K Wien ausmachen, der Travnicek und wie sie alle geheißen haben. Es sind nicht die Slowenen, es sind nicht die Italiener. Die Einbürgerungen der letzten Jahre finden statt, hauptsächlich aus einem Kulturkreis, der nicht einmal auf diesem Kontinent stattfindet. Das heißt, wir bürgern außerkontinental ein.
Wir Bürger, nicht die Slowenen, nicht die Kroaten, nein. Brauchen sie ja nicht, weil wir alle in der Europäischen Union sind. Sind wir Bürger, Bosnien. Nicht die Deutschen, nein. Nein, Außerkontinentalbürgern wir ein. Wir bürgern 5.000, 6.000 Kilometer Luftlinie von Wien ein, weil sich irgendein Wahnsinniger im Rathaus einbildet, das ausgefressene Rathausmandel, dass das eine Bereicherung für uns wäre. Und da sage ich nein. Und wissen Sie was? Die Sozialdemokratie tut sich damit sehr wohl schwer. Denn der Herr Babler ist genau jener Typ aus der Sozialdemokratie, der immer gepredigt hat, Grenzen aufzumachen. Und wenn Sie jetzt verweisen auf das sogenannte Doskozil-Kaiserpapier, dann war das ein Zugeständnis des Herrn Babler an die beiden, dass 3 Tage vor dem Parteitag zähneknirschend von Herrn Babler zur Kenntnis genommen worden ist, weil es eben diesen Antrag gegeben hat mit den offenen Fluchtrouten nach Österreich herein, wo man dann den Herrn Babler nötigen musste zu seinem Rüttli-Schwur. Nein, nein, ich hab's eh nicht so gemeint, ich bekenne mich eh zum Doskozil-Kaiserpapier. Das hat man in allen Zeitungen lesen können, wie der Streit hinter den Kulissen ausgeschaut hat. Der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Herr Dr. Bornmänner. Herr Dr. Bornmänner, ich nehme das, was Sie sagen, irrsinnig zur Kenntnis und ich kann es unterstützen. So, volle Härte, d'accord. Leute, die die Scharia in dem Land einführen wollen, der beste Islamist ist der, der sich verbiest. Sage ich immer. So, ein Scharia einführen kommt im Übrigen von Markus Abwärtsger aus Tirol. Habe ich abgekupfert. Der ist ein super Spruch, hat mir gefallen. Parallelwelten. Aber wissen Sie was, ein Land, diese Schlagworte, Härte, Parallelwelten, Scharia, das sind Schlagworte, die ich die letzten 5 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre in all meinen politischen Diskussionen gebracht habe und wurde von Ihnen, ich zitiere, als Stahlhelmkamerad dafür einsortiert, der menschenverachtend tätig ist. Da können Sie noch so deppert grinsen wie ein Hutschpferd. Das ist leider so. Ich kann Sie da nur immer andere Zeiten, Herr Koss. Naja, nein. Ich bin aber nicht der Typ wie Konrad Adenauer, der sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Nee. Wenn Sie mein Geschwätz anschauen, dann ist es immer sehr konstant. Immer sehr konstant. Und wenn ich einen Fehler mache, dann bekenne ich den ein und entschuldige mich dafür. Und gebe Ihnen sogar 1-0 dafür. So, und jetzt sind wir beim dritten Punkt. Jetzt haben wir über der Hanni Mikl-Leitner. Genau. Da gebe ich Ihnen bei der Hanni Mikl-Leitner, da gebe ich Ihnen einmal grundsätzlich recht. Wo hat die ÖVP die letzten 35 Jahre das gemacht? Zumindest die letzten 22 Jahre hat sie den Innenminister gestellt. Ernst Strasser, Günter Platter, Lise Prokop, Wolfgang Schüssel, Kurzzeit sogar, Karl Nehammer, Gerhard Kahner, Hanni Mikl-Leitner. Und jetzt sind wir bei der Innenministerin Hanni Mikl-Leitner und ihrem Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz, weil meine Rache an euch ist mein Kopf, sage ich immer, also nicht an euch, sondern an den Schwarzen in dem Fall. Mehr als der Kopf. An die zwei, die im Jahr 2015 mit einem Gewürznöckenstreißerl in Dreiskirchen gestanden sind und gesagt, willkommen, willkommen, die sogenannte, wie hat sie geheißen, was hat der Landbauer zur Hamas-Mama? Nein, irgendwas. Moslem-Mama. Ja. Zur Moslem-Mama Hanni Mikl-Leitner. Die nachher zur Landeshauptfrau gemacht. Und jetzt kommt sie, und jetzt kommt die Gurde drauf und sagt, hoppla, jetzt will ich Härte zeigen. Das Problem ist, das Programm, das Hanni Mikl-Leitner vorgelegt hat, d'accord, nur das hätte es vor 20 Jahren machen müssen. Jetzt darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein Problem bereits im Land haben. Absolut. Das Problem von Hanni Mikl-Leitner bedeutet nämlich pro futuro Probleme vom Land fernzuhalten. Was wir derzeit brauchen, ist das, was in diesem Land ist, rauszubekommen. Daher sage ich, sofortiger Stopp der Verleihung der Staatsbürgerschaften, bis wir geklärt haben, nach welchem Wertekompass wir in Österreich in Zukunft Staatsbürgerschaften und welchen Integrationsgrad wir das verleihen. Weil das herumgepfusche im Innenministerium, das können wir gleich mal vergessen. Das ist der beste Fall ist der von dem Flüchtlingsmädchen Rehm aus Deutschland, von der Merkel, die da in der TV-Geschichte gewarnt hat, falls Sie sich noch erinnern können. Frau Merkel, ich werde abgeschoben. Und dann hat man den holprigen Auftritt von der Merkel gesehen und wisst, was das Mädchen jetzt macht? Skandiert bei Palästina-Demonstrationen from the river to the sea, Palästina must be free. So, also das ist Merkels Flüchtlingsmädchen. Wir müssen jetzt uns einmal die kümmern, die erinnern sind. So, die müssen wir die Staatsbürgerschaften allesamt aussetzen, bis wir uns nicht klar sind, welcher Wertekodex in diesem Land anzuwenden ist, welcher Integrationskodex. Der zweite Punkt ist, Grenzen dicht machen. Währenddessen wir wieder diskutieren, kommen gerade 600 wieder einer. Wieder neue 600. Feldstag morgen wieder. Und übermorgen 600. Das heißt, uns galoppiert das Thema davon. Und währenddessen wir diskutieren, postet heute ein Syrer, wo ich mich frage, was der überhaupt da macht, nachdem er gestern aus einer Justizvollzugsanstalt angerissen ist, mit den Handschuhen, postet er heute irgendwelche Bilder auf Insta und auf TikTok, wo er Drogen konsumiert. Und verarscht uns als Rechtsstaat. Zu Recht, weil wir ja selbst den Rechtsstaat nicht mehr ernst nehmen. Das Dritte, was wir machen müssen, ist abschieben.
Wir haben wahrscheinlich eine Abschiebequote von 7-8% erreicht in Österreich. Also was bedeutet das? Von 100% negativ beschiedenen Asylanträgen schirmen wir 7 oder 8% ab, und jedes Mal, wenn wir einen abschirmen, kommt dann, weiß ich nicht, die ehemalige Wiener Vizebürgermeisterin daher, Habern oder Hebein oder wie sie heißt, und kettet sich auf irgendeiner Straße fest. Das geht auch nicht. Abschieben, konsequent, rausbringen. Und der dritte und der vierte Punkt und damit der letzte Punkt, ich komme zum Schluss, ist, wie werden wir mit diesen Demonstrationen endlich zu dem kommen wir gleich. Okay, gut. Nächstes. Da hätte ich einen Vorschlag. Aber zuerst muss ich doch noch eine Lanze für, nicht nur für die Hanni, sondern auch für ihren Freund, den Innenminister Karner, brechen. Denn die Bild-Zeitung, bitte, die Bild-Zeitung hat vor einer Woche geschrieben, wie schaffen das die Ösis und wie schafft das dieser geniale Innenminister Karner, dass die Ösis so wenig neue Zuwanderung haben und Asylansuchen und die Deutschen so viel. Und haben geschrieben, machen wir es doch wie die Ösis, die ja, deutsche Bild-Zeitung. Aber jetzt darf ich da Folgendes sagen. Ich bitte dich langsam mit der Bild, weißt, wenn eine Bild-Zeitung 2005 geschrieben hat, Papst Johannes Paul wurde von UFOs entführt, nachdem er gerade gestorben ist, und der Wolken mit einem Pfeil auf die Titelseiten gibt. Okay, und sowas also, kann das ich nicht hat ernst ja nehmen. Nein, erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn eine Partei, mittlerweile ist ja die Bild schon eigene Partei in Deutschland, wenn die Bild-Zeitung den dummen Vorschlag vom Herrn Söder übernimmt, dass wir uns mehr an Österreich ein Vorbild nehmen sollen, als an der Berliner Flüchtlingspolitik, dann kann ich der Bild, falls die noch überhaupt recherchieren können, also falls da noch alles funktioniert zum Recherchieren, einfach empfehlen zu schauen, was der Herr Karner macht. Er winkt nach Deutschland durch. Also wenn die Bild noch mehr von uns haben... Er winkt durch. Wenn was Bild, macht denn der Orban wenn die Zeit? Nein, beim Orban ist es was anderes. Das möchte ich auch okay. sagen. Nein, wissen Sie, was beim Orban ist? Was Orban, nein, ja. Orban will keiner bleiben. Das ist der feine Unterschied. Der Orban gibt, keine Asylzahlungen raus. Der Orban gibt keine Grundversorgung raus. Der Orban hat kein Hartz IV für Flüchtlinge. Der Orban hat keinen Susi-Sorglos-Staat. Beim Orban geht es den Flüchtlingen nicht gut. Nämlich insofern, dass sie nicht den Luxus eines durchschnittlichen Umgangs genießen können, wie bei uns Asylwerber den Luxus eines arbeitenden ja, Österreichers genießen können. Aber unserem Innenminister... So, beim Orban flüchten sie. Was macht der Innenminister in Österreich? Die Zuwanderungsrate und die Asylrate deutlich zu senken. Ja, also erstens sage ich dir eines, 60.000 Asylanträge in Österreich, auch wenn sie um 70% gesenkt sind, 60.000 netto in der Summe, sind um 59.999 noch immer zu hoch. Das ist der erste Punkt. Und wenn man nicht so ehrlich ist und sagt, auch gegenüber den Deutschen, die offenbar nicht recherchieren können, Stichwort Papst wurde von UFO entführt. Nein, nein, das sind sie halt. Wie hat sie jemand behauptet? Naja, und dann behaupten sie, dass 50 Grad im 70er Jahr in einer Urte, das ist alles die Bild. Entschuldige, die Bild ist die Bild. Das war die Falsche. Das Zentralorgan, nein, das ist das Zentralorgan der Hirn- und Zahnlosigkeit. Das ist so, da kannst du nichts machen. Das kannst du in Kakao dunken und essen. So. Wenn das Vorbild für Deutschland ist, dass die Österreicher und alle anderen Länder nach Deutschland durchwinken, dann gratuliere der Bild, dann hat sie genau das gesagt, was der Scholz, die Merkel alle immer wollten. Also mir macht man bei dieser Asylpolitik nichts vor. Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein gewaltiges Problem. Der Born Mehner und ich sind mittlerweile seit 5 Wochen der gleichen Meinung. Der Ariel Musikant sagt mittlerweile das, was der Jörg Haider vor 20 Jahren gesagt hat. Treppenwitz der Geschichte. Wortwörtlich. Alle sind sich mittlerweile einig, es ist ein Fehler passiert. Alle die, die den Fehler gemacht haben, sind sich auch einig, sie haben den Fehler gemacht, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Und trotzdem geschieht nichts. Weil wenn heute die Frau Mikl-Leitner, Gewürznelken-Hanni, kommt alle zu mir, bringt mir kein Papier, was auch immer sie ist, ist mir vollkommen wurscht. Bin Gott sei Dank in dem Fall nicht unter ihrer Regentschaft tätig in Niederösterreich. Also ich habe also die Steiermark. Der Bornmänner schon. Ja, der hat es ja besonders hart, das ist ja mal so hieß den Wald. Der setzt ja mit mir seit 5 Jahren einer. So, dagegen ist ja bei der Hanni fast der Urlaubsaufenthalt. Da haben Sie absolut recht. Ja, na eben, das weiß ich ja. So, jetzt kommt die wieder daher und bringt 300 gute Vorschläge. Und was passiert jetzt? Sie bringt heute einen Vorschlag, jetzt sage ich dir nur, was passiert. Morgen sagt der grüne Koalitionspartner, nein, das wollen wir nicht. Also übermorgen distanziert sich.
Nein, das sind ja Vorschläge, die sich der Bundesregierung bringt. Nein, stimmt ja nicht. Staatsbürgerschaft ist, wie du schon selber gesagt hast, ja, Landesamt. Ja, aber Strafen, StVO, Strafgesetzbuch, Veranstaltungsrecht, nein, ist Bundesgesetz. Schulpflicht ist Landessache. Schulpflichtung ist Landessache. So, das werden sie machen. Das werden sie in Niederösterreich machen, ja. Aber das, was sie an den Bund geschoben hat, wird morgen der Herr Kogler daherkommen und sagen, das will ich alles nicht. Oder die Frau Siege Stinkefinger Maurer, wie wir sie kennen. Die werden sagen, das wollen wir nicht. Dann wird es zwei Wochen ein Ablenkungsmanöver geben und eine Diskussion, eine mediale. Die einen wollen, die anderen nicht. Und in drei Wochen ist wieder nichts geschehen. Es ist so. Und das ist das Hauptproblem. Es ist Geschichtenniveau. Glaube ich nicht. Naja. Nein. Sie sind ja auch gelernter Österreicher, oder? Ja, definitiv. Ist jedes Mal gelernter Waldviertler sogar. Ich mein, inzwischen? Mit Gottfried Waldhäusl. Sie sind neben Gottfried Waldhäusl der berühmteste Waldviertler im Übrigen, habe ich gehört. Bald, ja. Geht Sie eigentlich gemeinsam an der Hand spazieren? Nein, aber ich habe mit ihm beim Thema Tiertransporte zusammengearbeitet, lustigerweise. Ja? Na, ich weiß, dass ihr dicke Freunde seid. Ganz dick. Ja? Also, es ändert sich gerade etwas in unserem Land. Und ich glaube, auch die Grünen haben das verstanden. Es gibt eine Grenze, die den Menschen, der Dinge, die man den Menschen zumuten kann. Und ich glaube, viele Menschen waren 2015, 2016, 2005, 1995 und so weiter. Wir waren ja immer wieder in unserer Geschichte, ob das jetzt mit Kriegen am Balkan oder mit Kriegen im Nahen Osten konfrontiert waren, immer wieder damit konfrontiert, dass Menschen gesagt haben, helft uns bitte. Und Österreich ist ein von der Geschichte so geprägtes Land, dass wir immer solidarisch waren. So, das hat uns immer ausgemacht. Ich glaube, nur die Solidarität findet dort ein Ende, wo sie missbraucht wird. Und ich glaube, wir erleben jetzt gerade auf eine sehr dramatische Art und Weise unter dem Brennglas des Israel-Palästina-Konflikts, wie unsere Solidarität missbraucht wird. Und ich glaube, dass das selbst bei Menschen, die es gut meinen, und das kann man ja nachlesen in sozialen Netzwerken, also Sozialdemokraten, Grüne, die immer für eine offene, pluralistische Gesellschaft waren, die haben gesagt, Schluss. Also jemand, der zu uns kommt und sagt, er braucht Schutz, weil er verfolgt wird und hier propagiert, eine gesamte Bevölkerung auszulöschen oder zu verfolgen, kann nicht Teil unserer Gesellschaft sein. Wunderbar. Und deswegen glaube ich, stopp, schon einen Satz nur. Deswegen glaube ich, dass mit dem, was Sie gerade prognostiziert haben, das wahrscheinlich auf die letzten 4 Jahre zugetroffen hat, in den nächsten 12 Monaten nicht mehr zutreffen. So, wunderbar. Damit habt ihr wieder die Moderation für die nächste Runde übernommen. Ja. Wir kommen jetzt zum eigentlich spannendsten Thema des Abends. Nämlich, darf man für Palästina und gegen dieses Schlachtfest, das dort stattfindet, demonstrieren? Oder darf man das nicht, wenn man auf der Seite von Israel stehen muss? Die Diskussion gibt es mittlerweile in allen Familien, in allen Unis vor allem. Dort geht es relativ klar für Palästina aus. Bei den sogenannten Opinion Leaders, dort geht es eher für Israel aus. Und wir diskutieren das jetzt gleich bei Fellner Live. Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, und jetzt kommen wir in dem spannenden Duell, das wir immer am Dienstag haben. Gerald Groß, ohne Lederhose, gegen Sebastian Born-Männer, heute ganz auf harten Kurs gegen die Asylpolitik, also ganz neue Töne. Neuer Freiheit. Ja, genau. Der wird noch deine Partei übernehmen und selber die Jörg-Heider-Medaille verleihen. Ich bin kein Mitglied deiner Partei. Er weiß eh schon, wer es als Nächster kriegt. Die einzige Ehre, die ich ablehne. Als Nächster wird er sagen, er wird in einem halben Jahr wieder da sein und sagen, Herbert Kickl ist der beste Mann, weil er das nicht gewusst. Aber der Sebastian hat uns schon gesagt, worüber wir jetzt als Nächstes diskutieren müssen, nämlich über die Frage, was ist denn da eigentlich los am Wiener Stephansplatz, wo skandiert wird, weg mit Israel. Was ist los an den Unis teilweise, wo es eine klare Pro-Palästina-Mehrheit gibt? Und was entwickelt sich da weltweit? Wir haben in Amerika mittlerweile eine klare Mehrheit, die immer größer wird, die sagt, Pro-Palästina und dieses Schlachten muss ein Ende haben. Selbst der Biden, der ja kompromisslos auf Seite der Israelis war, sagt, bremst euch ein, Waffenpause, Waffenstillstand und keine Bomben mehr auf Krankenhäuser, nur als Beispiel, weil einfach der Druck der Bevölkerung so stark wird. An den amerikanischen Unis hast du mittlerweile eine 90-10 Stimmung pro Palästina und die jüdischen Studenten trauen sich dort nicht mehr hingehen, nur so nebenbei.
Und in Österreich dreht sich die Stimmung meiner Meinung nach auch eher in Richtung Pro-Palästina. Und in London haben wir 500.000 gehabt auf der Straße und eine Innenministerin, die sich da klar pro Israel ausgesprochen hat, hat zurücktreten müssen, unter anderem. Ja. Also, die Frage ist ja, fangen wir mal mit Gerald an. Darf man eigentlich angesichts dieser Bilder, angesichts der Tatsache, dass es dort schon 12.000 Tote gibt mit heutigen Tag, angesichts der Tatsache, dass von den 12.000 Toten zwischen 60% und 65% Frauen und unter 18-Jährige sind, darf man pro-Palästina sein? Darf man einen Waffenstillstand fordern? Darf man sozusagen sagen Schluss mit dem Bombardement? Oder muss man nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, sagen, ich bin kompromisslos auf der Seite von Israel, weil das sind die Opfer, die sollen ausgerottet werden und das, was da läuft, ist Antisemitismus. Was ist deine Meinung? Also man darf. Man darf was? Man darf für einen Waffenstillstand sein, man darf für einen Frieden sein, man darf gegen das Ende eines Krieges sein, man darf auch auf der Seite Palästina stehen. Das darf man, darf man auch vom Das ist aus meiner Sicht von der freien Meinungsäußerung vollgedeckt. Es ist nicht meine Meinung. Ich bin nicht? Nein, um Gottes Willen nicht. Aber wenn einer sich irgendwo hinstellt und sagt, das ist alles ein Wahnsinn und die Palästinenser tun mir leid, ja, wer bin ich, dass ich das verurteile? So, es gibt solche und solche Menschen. Ich erinnere nur, es waren ja 80% der Meinung in Österreich, wir werden alle an Corona sterben. Ja. Es gibt immer Menschen, die so denken. Die Palästinenser ich erkläre, nicht nein, leid. Ich erkenne, wir tun einmal grundsätzlich alle Menschen leid, unabhängig woher sie kommen und auch unabhängig an was sie glauben. So. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Wir haben jetzt zweifelsohne die letzten 6 Wochen mit einem riesen medialen Feldzug der Fake News Schleudern der Hamas der arabischen Welt zu tun, die in Wahrheit natürlich, die in Wahrheit es tatsächlich geschafft haben, binnen kürzester Zeit, gesteuert von den großen arabischen Kanälen im Übrigen, gemeinsam mit den Chinesen, Zaman und anderen, Marke TikTok, wo mittlerweile unsere Bildung sich abspielt, ein Klima zu erzeugen, das ich das letzte Mal aus den Geschichtsbüchern kenne, das irgendwo zwischen 33 und 38 sich in Österreich entwickelt hat. Und die blutenden Kinder haben Ketchup und im Gesicht? Nein, aber schau, es gibt, der Krieg hat ja folgendes Merkmal. Der Krieg hat das Merkmal, dass es Leid immer auf zwei Kriegsseiten gibt, und zwar auf zwei Seiten. Und das, was ich derzeit sehe, ist, dass man sagt, die armen Palästinenser und das, was vor 5 Wochen sich abgespielt hat, vor 6 Wochen mit 1400 ermordeten israelischen Zivilisten, darunter Juden und Muslimen, das wird komplett ausgeblendet nach dem Motto, es rennt jeden Tag eine neue Sau über den Hauptplatz und daran denkt man gar nicht mehr dran. Und mittlerweile wird politische Meinungsbildung ja nur mehr nach Gefühlen gemacht. Wir fühlen etwas. Es weiß keiner mehr was, aber es fühlen alle etwas. Sei es drum. Es ist halt unsere Zeit. Die 12.000 Toten. So, ich sage da Folgendes. Ich habe da von Anfang an gesagt, der Krieg ist leider Gottes immer ein Verbrechen. Der Krieg ist per se ein Verbrechen. Aber es gibt eine Ausnahme, wo man das Verbrechen in Kauf nimmt, tatsächlich. Wenn es darum geht, anderes Verbrechen in Zukunft zu verhindern. So. Und was machen die Israelis? Sie versuchen in Wahrheit pro futuro Verbrechen an ihnen, aber auch Verbrechen an der palästinensischen Zivilbevölkerung durch die Hamas zu unterbinden, indem sie die Hamas ausschalten. So, mit was haben wir es bei der Hamas zu tun? Wir haben es mit einer Gruppierung zu tun, die sich nicht schützend vor die Kinder wegen stellt, die sich nicht schützend vor die Spitäler stellt, nicht schützend vor die Kindergärten stellt, nicht schützend vor die Familien stellt, wie es in Wahrheit Israelis tun, die ihre Familien schützen wollen, sondern wir haben es bei der Hamas, bei diesen islamistischen Extremisten, bei diesem Abschaum der Menschheit mit Menschen zu tun, mit Terroristen zu tun, die sich hinter den Kinderwegen verstecken, hinter den Spitälern verstecken, hinter den Kindergärten verstecken und in Wahrheit das eigene schutzbefohlene Volk als Geiseln ihres untergehenden Krieges in Wahrheit missbrauchen. Die Hamas ist jene Gruppierung, die in Wahrheit das Interesse, das Volksinteresse der Palästinenser selbst am meisten schändet. Und das kann man gar nicht oft genug sagen. Mir tut jedes tote Kind leid. Ich mache keinen Unterschied, um ein österreichisches Kind, um ein palästinensisches Kind, um ein jüdisches Kind, ein israelisches Kind, um ein katholisches Kind, um ein protestantisches. Jeder Mensch hat in Österreich, auf der Welt, in Europa, überall ein Recht auf Leben. Ja? So, wir haben aber dort jetzt Krieg. Und der Krieg nimmt leider Gottes keine Rücksicht auf dieses Grundrecht. Weil sonst wäre er ja nicht Krieg. Sonst hätten sie es ja auf einem Schachbrett ausmachen. Der Krieg ist per se etwas Grausames. Ich hoffe daher, ich hoffe wirklich inständigst, dass die Hamas sehr rasch
as bald als möglich ausgeschaltet werden kann und dass dieses Morden dadurch auch ein Ende hat, logischerweise. Aber die Grundvoraussetzung muss sein, die Terroristen auszuschalten. Aber noch einmal, die Palästinenser tun dir nicht leid. Grundsätzlich tut mir jeder Mensch leid, auch auf palästinensischer Aber du Seite, würdest nicht für die Palästinenser demonstrieren. Ich gehe weder für die Israelis demonstrieren, noch für die Palästinenser demonstrieren. Okay? Das ist einmal der Grund, mein Grundwesen. Ich habe aber mehrmals in diesem Studio sehr wohl kundgetan und dabei bleibe ich auch felsenfest, dass Israel in Wahrheit in diesem Meer von muslimischen Staaten 1,8 Milliarden Einwohner des gesamten nordafrikanischen Teils des afrikanischen Kontinents, des Nahen Ostens, des Mittleren Ostens, der einzig demokratische Staat ist, der in Wahrheit unsere Werte, nämlich die Werte eines österreichischen Staates, eines deutschen Staates teilt. Und daher mein Herz auf der Seite jener steht, die überfallen worden sind und die sich nun zur Wehr setzen. Und ja, ich bin der Meinung, Israel soll sich zur Wehr setzen. Israel muss die Hamas ausschalten und wenn sie mit der Hamas fertig sind, sollen sie sich um Al-Qaida kümmern, um die Taliban und um den Rest des Gesocks. Ich bin nämlich der Meinung, die brauchen wir alle nicht. Und alles niederbomben. Weil vom Gazastreifen ist offensichtlich. So, bitte, du bist dran. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben seitens der Israelis, ist nicht primär der Versuch, die Hamas auszuschalten auf die schnellste und effektivste Art und Weise, sondern es ist zunächst einmal Rache. Nein. Es ist Abschreckung und es ist ein klares Zeichen in die ganze Welt. Legt euch ja nicht mit uns an, weil auf jede Person, die ihr umbringt, töten wir mindestens 10 oder vielleicht sogar 100. Und das halte ich habe das von Anfang an gesagt, ich stehe auf der Seite der Israelis, ich bin demonstrieren gegangen für die Israelis, ich war beim Lichtermeer auf dem Heldenplatz, wo es darum ging, in Erinnerung zu rufen, dass da immer noch Menschen verschleppt sind und die nach Hause gebracht werden sollen. Mhm. Aber gleichzeitig kritisiere ich das Vorgehen der israelischen Armee, weil ich es nicht einsehe. Wenn man tatsächlich möchte, dass man die Hamas ausschaltet, dann marschiert man im Idealfall in einer Koalition der Willigen, das haben wir ja schon mehrfach erlebt. Wir haben NATO-Einsätze 1995 am Balkan erlebt. Wir haben Koalitionstruppen im Irak erlebt. Warum ist es nicht möglich, eine internationale Streitmacht aufzustellen, die den Gazastreifen besetzt, sich dann darum kümmert, die Hamas zu entledigen, diese depperten Gänge mit Beton auffüllt und dafür sorgt, dass die tatsächlich entwaffnet werden, statt jeden einzelnen Tag Tonnen an Bomben runterzuschmeißen und jeden einzelnen Tag hunderte Kinder umzubringen. Das ist meiner Meinung nach nicht legitim. Das ist genau, da unterscheiden wir uns, Herr Gross. Ich bin nicht der Meinung, dass es legitim ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass diese Vorgehensweise tatsächlich primär dem Schutz der israelischen Bevölkerung bedarf. Also diese Form von Kriegsführung gegen Terroristen, die sich unter Zivilisten verstecken, ist meiner Meinung nach nicht legitim und meiner Meinung nach nicht mit dem Völkerrecht gedeckt. Ich glaube, dass das, was gerade passiert, nicht in Ordnung ist. Und das heißt nicht, dass ich Israel nicht das Recht abspreche, sich zu verteidigen. Ich sage auch, die Israelis müssen das Recht haben, ihre Geiseln rauszuholen. Sie haben auch das Recht, die Hamas auszuschalten. Ich bin der Meinung, sie haben das absolute Recht, das zu tun. Aber ich finde, das, was sie jetzt gerade machen, ist nicht gerechtfertigt, weil es auch das Ziel nicht erreicht. Herr Doktor. Na, warten Sie mal. Die haben jetzt in den letzten Wochen zigtausende Tonnen Bomben runtergeschmissen und mindestens... Ja, da steht nichts mehr von Gaza. Genau, aber sie bombardieren weiter und es sterben jeden Tag hunderte Kinder und die Hamas hat immer noch jede einzelne verschleppte Person in irgendwelchen Bunkern. Damit sind wir jetzt bei einem spannenden Punkt. Sind wir nicht böse, das kann so nicht weitergehen. Lieber Sebastian, wir sind bei einem spannenden Punkt, ja. Weil die Hamas hat ja in den letzten Tagen gesagt, wir geben die Geiseln raus, wenn es einen Waffenstillstand gibt. Die Israelis sagen, das kann nicht sein. Weil dann lebt die Hamas ja weiter in ihrer jetzigen Struktur. Wir holen uns die Geiseln lieber mit den Bomben. Was sagst du dazu? Also Waffenstillstand oder gewaltsame Befreiung? Entwaffnung. Also ich glaube, man kann der Hamas sagen, ja, es gibt einen Waffenstillstand in dem Moment, wo ihr alle eure Waffen niederlegt und euch ins Exil begebt. Ihr könnt gerne nach Katar oder wo auch immer die gerne aufgenommen werden, die radikalen Islamisten und Terroristen, könnt gerne abziehen. Und der Gazastreifen wird wieder unter eine internationale Kontrolle gebracht und die armen Menschen, die dort meiner Meinung nach ja nicht alles Hamas-Anhänger sind, bekommen die Chance auch frei, weil auch diese Bilder gibt es im Internet inzwischen, wo Menschen,
die im Gazastreifen leben, sagen, sie haben überhaupt keinen Bock, von dieser Terrororganisation unterdrückt zu werden. Also ich glaube, es ist nicht einfach. Ja? Und ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig, dass wir aufpassen, dass wir jetzt nicht mit irgendwelchen schnellen Sagern versuchen, der Geopolitik zu lösen. Also bist du jetzt für einen Waffenstillstand oder bist du dafür, dass Israel weiterkämpft und die Geiseln gewaltsam wird? Es kann keinen Waffenstillstand mit einer Terrororganisation geben. Wollte ich nur wissen. Ja? Auf keinen Fall. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Israel die richtige Kriegstaktik gerade führt. Ich bin dafür, dass Israel aufhört mit diesen Flächenbombardements aus der Luft und endlich gemeinsam mit Unterstützung der Weltgemeinschaft, weil wir liefern ja eh schon unglaublich viele Milliarden und Waffen dort runter, dann sollen wir doch lieber Blauhelme runterschicken und versuchen gemeinsam, die Hamas da unten unschädlich zu machen. Herr Dr. Bornmena, Ihr Wunsch, den verstehe ich. Nur die eierlegende Wollmilchsau der Kriegsführung gibt es leider nicht. Es gibt also nicht den Wunsch, eine Terrororganisation, die sich hinter der Zivilbevölkerung versteckt, auszuschalten, ohne nicht dabei unschuldige Menschenleben zu opfern. Es ist rein technisch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch einiges höher. Herr Dr. Bornmena, wissen Sie warum? Nein, wissen Sie warum? Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass es den chirurgischen Krieg nicht gibt. Die chirurgische Kriegsführung gibt es. War immer schon Lüge. Genauso ist es. In jedem Krieg sterben unschuldige Menschen. In Dresden sind unschuldige Menschen gestorben im Kampf gegen das nationalsozialistische Regime. In Wien sind unschuldige Menschen gestorben, in Pristina sind unschuldige Menschen gestorben, in Sarajevo sind unschuldige Menschen gestorben. Es sterben bei jedem Krieg unschuldige Menschen. Das ist ja das grausame Wesen des Krieges. Aber wissen Sie, wo ich ein Problem habe? Ich verstehe Ihren ideellen romantischen Ansatz. Ich verstehe ihn vollkommen. Mir wäre der Krieg, der sich nur auf die 10.000 Carbones beschränkt, die quasi chirurgisch gelöst, markiert werden und niedergemäht werden am Ende. Und wir alle sagen, wir sind 10.000 Teufeln auf dieser Erde losgeworden und haben keinen anderen das Haar gekrümmt. Das wäre mir die liebste Lösung. Na klar, ich bin ja kein blutrünstiges Monster, das da sitzt und sagt, hat schon wieder Kindbus. Aber das passiert ja derzeit nicht. Genau so ist es. Warum? Ja, warum? Aber davor warne ich ja seit 5, 6 Wochen. Aber 12.000. Dafür warne ich ja seit 5, 6 Wochen. Weil diese Rufe, Stand by Israel, leider Gottes zu einem großen Teil wiederum nur von Leuten gekommen sind, die sich in ihrem Ruf Stand by Israel nicht im Klaren waren, dass eine Stimmung sich dreht und ein Gefühl ihnen sagt, wir haben es doch nicht so gemeint mit Stand by Israel. Wenn wir den Israelis das Selbstverteidigungsrecht einräumen, dann räumen wir ihnen ein, mit Waffen sich zu verteidigen und den Aggressor auszuschalten. Wenn Sie mir bestätigen, dass der chirurgische Griff die größte Lüge ist, dann muss ich, wenn ich A sage, leider, das ist leider so im Leben, Aktion, Reaktion, zu den Konsequenzen auch Ja sagen. Dann muss ich das im Vorfeld wissen. Und das ist das Hauptproblem, das wir derzeit haben, dass wieder mal alle sagen, na, das haben wir aber nicht gewusst. Na, freilich waren wir gegen den Krieg, gegen die Hamas, aber blutig darf es nicht sein. Kann man es vielleicht nicht zu Tode streicheln oder vielleicht kann man, weiß ich nicht, ihnen ein bisschen Daumengift hinwerfen. Es soll alles chirurgisch sein. Der Krieg ist nicht chirurgisch, wenn sich die Welt entscheidet für einen Krieg. Aber kommt der nächste Punkt. Und jetzt, kommt der Schlusspunkt. Herr Dr. Bornmena, jetzt kommt der Schlusspunkt. Bekämpfen. Wenn sich die Hamas-Kämpfer unter einem Krankenhaus verbarrikadieren, wirst du nicht herumkommen, wenn du die Hamas-Kämpfer ausschalten willst. Naja, das ist die Streitfrage. Das kannst du machen, darüber können wir stundenlang diskutieren. Ist es gescheit, wegen 20 Hamas-Kämpfer, die unter dem Krankenhaus sind, oben 1000 wehrlose Kranke wegzubombardieren? Herr Dr. Bornmena hat einen Vorschlag gemacht und auf den möchte ich kurz noch eingehen. Mhm. Er hat gesagt, internationale Gruppen. Wissen Sie, für das unschuldige palästinensische Kind, das leider Gottes am Kugelhagel oder an einem Querschläger zu Tode gekommen ist oder an eine unsachgemäß abgeworfene Bombe, auch das soll passieren, dem ist es relativ wurscht, ob es eine US-amerikanische Bombe, eine israelische oder britische war oder eine, wo UN draufsteht. Wenn wir also selbst sagen, es gibt einen Krieg, eine Hilfsunterstützung der gesamten westlichen Welt für Israel, dann sind es halt andere, die die Drecksarbeit machen. Aber wissen Sie, was mein Problem ist immer? Ich habe ja auch Gefühle. Manche bezweifeln das, aber ich habe Gefühle. Aber ich bin ein rational denkender Mensch. Bevor ich eine Entscheidung treffe, einen Standpunkt einnehme, bin ich mir immer im Klaren, was am Ende dieser Standpunkt aber in die Frage, lieber Gerhard, bedeutet. Die Frage, ich hoffe daher, wir können nur um eines. Ja.
der Waffenpause vergiss. Waffenpause bedeutet, dass wir die Hamas nicht ausschalten können. Waffenstillstand. Ja, bedeutet, dass wir der Hamas wieder Luft zum Atmen geben. Was es braucht, ist in Wahrheit ein schneller Eingriff mit einem zeitlich begrenzten Ziel, wo man sagt, in ein, zwei Wochen ist der Zinnober vorbei, die Hamas ist ausgeschaltet. Aber meine die Bodentruppen sind drinnen, Gaza ist umstellt, Gaza statt. Seit gestern ist die israelische Armee im sogenannten Regionalparlament von Gaza, in dem Halbrothaus, mittlerweile eingezogen. Sind ja keine Hamas-Terroristen. Hamas-Terroristen sind jetzt, was haben die Hamas-Terroristen gemacht? Nur damit wir mal wissen, von was wir da reden. Die Hamas-Terroristen haben jetzt die Fluchtrouten, die die Israelis, der Zivilbevölkerung eingeräumt hat. Wir tun ja alle so, als hätten die Israelis Blut verschmiert, alles niederschlachten. Die Israelis verkünden jeden Tag 100 Mal in 10 verschiedenen Sprachen, gehen sie in den Süden. Hier gibt es einen Fluchtkorridor. Was hat die Hamas jetzt gemacht? Die Hamas ist in dem Fluchtkorridor mit und hat sich jetzt mit auch in den Süden bewegt. Ja, und die Geschichte, ihr Wunsch nach dem Motto, auf das möchte ich auch noch zurückkommen, am liebsten war er denen, wenn sie die Hamas nach Katar verschleicht. Die wollen es nicht. Das ist auch geil. So, auch die Ägypter wollen. Aber finanzieren tun sie es. Finanzieren tun sie es. Und finanzieren tun sie es wir, weil wir, im Übrigen finanzieren tun sie wir, weil wir der arabischen Welt ständig in den Arsch kriegen und unser Geld abschließen. Schlussfrage. Kein Gas kaufen dort. Ja, naja, das war deine Frage. Nein, aber das war vorher. Nein. Der Burka-Trip im Privatchat mit dem Herrn Nehammer zum Sultan von Katar, an den kann ich mich sehr genau erinnern. Da hat man gesagt, nein, der Herr Putin ist ein Schlechter. War vor dem Angriff der Hamas auf Israel, das habe ich gemeint. Das hätte ich auch sagen können. Ja gut, aber das war ja... Die Wahrheit ist schon, dass wir das nicht ernst genommen haben, diese Situation. Wer hat es in dem Studio gesagt? Wir haben dort sogar eine Fußball-WM gemacht. Wer hat es in dem Studio gesagt? Naja, das hast du nicht gesagt. Natürlich. Natürlich. Also, da haben wir auch über natürlich. Hamas. Ich habe immer gesagt, warum ist neuerdings das blutige Gas aus Katar das, anständiger als das aus Russland? Ich habe immer gesagt, was Katar ist. Ich kann euch ja sagen, was der Oman ist. Ich kann euch ja sagen, was die Vereinigten Arabischen Emiraten sind. Und ich kann auch sagen, was die Türkei eines Erdogan mittlerweile ist. Gut. Das kann ja keine Überraschung sein. Ich komme zur Schlussfrage. Wir haben hier natürlich auch weltweite mediale Stimmungstrend, politische Entwicklungen. Und da sehen wir doch, seitdem wir das diskutieren, und das sind jetzt über 4 Wochen, dass sich die Stimmung dreht. Keine Frage. 500.000 auf der Straße in London, so viel hat es nicht einmal beim Vietnamkrieg gegeben. Ja? Tägliche Demonstrationen an allen amerikanischen Universitäten, sodass die jüdischen Finanziers bereits den Geld haben für die Unis dran, weil sie sagen, das wollen wir nicht mehr finanzieren. Ja? Mittlerweile eine klare Mehrheit in Umfragen für Pro-Palästina und nicht mehr für Israel in den USA, muss man sich einmal vorstellen. Ja? All das dreht sich. Das heißt, die Frage, die der Sebastian ja gestellt hat, ist es klug, was die Israelis da derzeit machen? Denn sie verspielen natürlich teilweise die große Zustimmung und Sympathie, die sie gehabt haben, weil natürlich angesichts dieser Bilder ganz natürlich genau, schon sagen, Kinder, aber, das ist mittlerweile Rache und nicht mehr Strategie. Jeder, die Geschichte Israels kennt, weiß, dass die Israelis selbst gewusst haben, dass die Stimmung kippt. Israel, deswegen gibt es ja den Staat Israel. Denn warum gibt es den Staat Israel? Dass 9 Millionen Juden Schutz und Sicherheit haben, weil sie genau wissen, dass irgendwelche kleinen innen- oder außenpolitische Anlässe immer dazu hergenommen werden, um seinen eigenen Antisemitismus in den unterschiedlichen Ländern zu tradieren. Den Staat Israel gibt es, weil an amerikanischen Universitäten linke Studenten in Wahrheit Antisemiten sind. Den Staat Israel gibt es, weil die Fridays for Future-Bewegung mit der neuen Vorsitzenden der Hitlerjugend, nämlich Greta Thunberg, der Meinung ist, sie macht jetzt in Wahrheit Antisemitenwerbung. Den Staat Israel gibt es, weil es in verschiedensten politischen Lagern, in religiösen Lagern, jawohl, einen Antisemitismus gibt, der nun neuerdings von der sogenannten Importware ausgelebt wird und sich jüdische Menschen in unseren Straßen in Amerika, in Großbritannien nicht mehr sicher sind. Deswegen gibt es den Staat Israel. Den besten Beweis für den Staat Israel gibt es, dass wir in Europa, im Westen, immer dann, wenn uns der Arsch auf Grundeis geht, den Juden die Schuld geben.
Genau deswegen gibt es den Staat Israel. Aber das und deswegen ist der Staat Israel, natürlich, weil wir erleben genau in den letzten 4 Wochen Folgendes. Alle die, die immer um den 8., 9. November zur Reichspogromnacht, zur sogenannten, gesagt haben, nie wieder, sondern jetzt die, die sagen, naja, Palästinenser haben es schon gut gemacht, hinter vorgehaltener Hand. Genau. Wir erleben gerade die Scheinheiligkeit. Aber ich möchte nur zu den Demonstrationen einen Satz sagen. Weil du Großbritannien angesprochen hast, Amerika etc. Ich glaube, wir werden das in dem Land nur dann her, und zwar nicht nur das Problem, sondern viele andere Probleme auch, wenn wir das Demonstrationsrecht nur mehr an die Staatsbürgerschaft knüpfen. Wir haben in Österreich Aufmärsche von der PKK, wir haben in Österreich Aufmärsche von der AKP, des Herrn Erdogan, wir haben jetzt Antisemiten, Aufmärsche der Hamas-Versteher. Ich sage, in Zukunft ist das Demonstrationsrecht nur mehr ein Staatsbürgerschaftsrecht. Dann haben wir auch keine Klimaterroristen, die aus Deutschland einer kommen oder G20-Gipfel. Gut, G20-Gipfel haben wir in Österreich, Gott sei Dank kann, aber ähnliche Sprengmeister. Dann haben wir diese ganzen Probleme, die wir im Ausland ständig in ein an sich friedliches Land wie Österreich hereinbekommen, ein für alle Mal erledigt, weil 2/3, die dort marschieren, können eh weder lesen noch schreiben, noch haben sie die österreichische Staatsbürgerschaft. Aber das Einzige, was sie schreiben können, ist From the river to the sea, Palästina is free. Na, gratuliere. Wissen alles nicht, was heißt, weil sie kein Englisch reden, aber sie skandieren es voller Freude. Bitte. Okay. Also, bitte jetzt, machen wir keine Geschichtsfälschung. Der Grund, warum es den Staat Israel gibt, war die Shoah. Okay, das war die systematische Vernichtung. Aber warum sie ihn heute gibt? Also sie werden der Greta Thunberg nicht die Schuld daran geben, was da passiert. Und wir brauchen den Staat Israel. Aber Herr Gross, nur weil die Greta Thunberg... Es gibt aber in Amerika, möchte ich schon einwenden, mittlerweile eine starke Diskussion. Ob es den Staat Israel überhaupt braucht? Nein, ob er nicht falsch hingesetzt wurde. Weil das ist ja natürlich ein Geburtsfehler, dass man den mitten unter die feindlichen Araber eingesetzt hat. Der Geburtsfehler war, der Geburtsfehler war, dass man nicht darauf Rücksicht genommen hat, dass man von Anfang an versucht, unterschiedliche Lebensräume auch so zu gestalten, dass alle die Möglichkeit haben, sich menschenwürdig auch zu entfalten. Und aber nicht natürlich die uns so wichtige Existenz des Staates Israel zu mitten in der Landschaft einsetzen, wo rundherum ein paar hundert Millionen Araber... Du weißt aber schon, warum genau. Natürlich weiß ich das, aber jetzt ist die Frage ist, jetzt haben wir in einer grundsätzlichen Diskussion. Jetzt haben wir in einer Diskussion und dafür möchte ich mir jetzt 2-3 Minuten kurz Zeit nehmen. Herr Dr. Bornmänner, weil es einen geschichtlichen Hintergrund hat. Der geschichtliche Hintergrund ist nicht, dass Palästina, der sogenannte Landstrich Palästina, wo im Übrigen Juden und Muslime gelebt haben, quasi ein britisches Mandat war. Das mit Jerusalem zu tun. Nein, Achtung, die gesamten jüdischen Städten, die mehr als 3000 Jahre alt sind, zum Vergleich, die muslimischen Städten sind 1400 Jahre alt, die christlichen Städten sind 2000 Jahre alt, sind in dem Landstrich. Wenn ich also auf 3000 Jahre zurückgehe und mir Moses anhöre, im Übrigen unbestritten, und den Auszug des Volk Israels aus Ägypten, dann ist das Volk Israel nach Israel, nämlich rund um den Berg Zion gegangen, der im Übrigen keine Erfindung des Herrn Herzl war. Aber man hat halt das sondern der Berg Zion war im jüdischen Glauben, im Übrigen ja die Basis des katholischen Glaubens, ist unseres christlichen Glaubens. Der Jesus Christus war Jude, die 12 Apostel. Mutter Maria war eine historische Diskussion. War der Berg Zion der Berg, wo Gott wohnt, dass du ihnen ein Land gibst, auf das sie historisch, religiös einen Anspruch hast, das möchte ich schon bei der Gelegenheit sagen. Und jetzt geht's mir. Nein, jetzt reicht es mir. Nein, mir reicht es jetzt gerade. Ich möchte euch kurz etwas zeigen, weil mich das wirklich, dieses Bild sehr berührt hat. Ich weiß nicht, ob es die Regie einblenden kann. Schaut es einmal an. Alle die Länder, die hier mit einer Fahne markiert sind, nur damit wir mal wissen, alles diese Länder sind mehrheitlich muslimisch regierte Länder. Eben, ja, darum geht es. So. Und es entbrennt sich diese gesamte Geschichte an einem klitzekleinen Landstreifen, den all diese muslimischen Länder, die größer sind als manch Kontinent, der Meinung sind, das kleine Israel darf nicht leben. Genau. Das kleine Israel und diese große muslimische Macht, die größer ist als der gesamte afrikanische Kontinent mittlerweile, der sich ausbreitet wie der Nebel im November, fühlt sich bedroht durch ein Land, das gerade 9 Millionen Einwohner hat. Meine lieben Freunde, es hat einen folgenden Fehler gegeben. Alles völlig richtig. 47, wie man Großbritannien
wie Großbritannien Israel, das Land, im Übrigen gemeinsam mit einem UN-Mandat gegeben, ja, wurde am Tag der Ausrufung dieses Beschlusses der UN Israel von 6 muslimischen Staaten angegriffen. Und normalerweise muss man die 6 muslimischen Staaten fragen, was sie denn verbrochen haben am ersten Tag der Gründung Israels. Und ich lasse das nicht zu, die TikTok-Geschichtsfälschung. Ja, Israel gibt es erst seit 1946. Gibt es erst seit 1946. Nein, alles die ganzen Volltrottel, ja, die nicht in die Schule gehen und glauben, dass TikTok das Wesen unserer Bildung ist. Es sind ungebildete Hornochsen, die sich nicht in Kenntnis bewegen über die Archäologie, über die Geschichte der Menschwerdung. Sie sind Volltrotteln, die nur in den letzten 70 Jahren leben und sich erlauben, eine außenpolitische Meinung zu bilden. Die können ja nicht, die können ja nicht nur verboten, dass sie demonstrieren, sie können alle nochmal in die Schule gesteckt. Unser Bildungssystem lässt diese verwahrlosten Menschen zu. Sie sind geistig verwahrlost. Du hast das Schlusswort. Ja. Na ja, sind sie ja. Nee, aber du nicht stöhnen, nicht so, sondern sag deine Meinung. Ja, also meine Meinung, ich kann es auch weniger enthusiastisch vorstellen. Nein, manchmal reißt man die Hutschachtel, es tut mir leid, aber manchmal ist es Emotion. Das ist ein emotionales Thema. Entschuldigung, ist angenommen. Herr Gross, ich bin ja ganz Ihrer Meinung. Na eben. Ich sehe diesbezüglich absolut der Punkt, und das ist, glaube ich, das, wo sehr viele Menschen momentan sich entfremden von Israel, obwohl sie keine Antisemiten sind, ist der, wo wir sagen, es muss Grenzen des Rechtes auf Selbstverteidigung geben. Und für mich endet die Grenze dort, wo willkürlich, und das ist bei 12.000 Toten in 4 Wochen und davon 70% oder 60% Kinder, die Grenze erreicht. Und da müssen wir als, und ich glaube schon, dass wir als Österreich eine besondere Verantwortung gegenüber den Menschen in Israel haben, vor dem Hintergrund unserer Geschichte, da müssen wir auch unseren Freunden in Israel sagen, Achtung Freunde, das, was jetzt gerade passiert, wird den gegenteiligen Effekt haben. Naja, das wissen Sie. Und das macht mir große Sorgen. Das ist ja das, was der Joe Biden denen jeden Tag am Telefon sagt. Das macht mir wirklich große Sorgen. Weil ich, und das, aufpassen, das wissen Sie. Ich bin nicht der Meinung, dass eine Kritik am Bombardement Israels in einem Akt der Selbstverteidigung Antisemitismus oder die Rufe nach der Zerstörung des Staates Israels legitimieren würde. Das tue ich nicht. Aber man muss aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt. Und das macht mir wahnsinnig große Sorgen. Hier, aber noch mehr natürlich in der arabischen Welt. Weil meine Vermutung ist, dass die Hamas bewusst Tote produziert. Ja, natürlich. Haben Sie recht. Bewusst. Ja. Sie achten. Haben Sie vollkommen und recht. Das macht mir Sorgen, weil ich fürchte, Israel geht in eine furchtbare Falle. Aber wissen Sie, und das, was, und ich glaube, Sie, was das Thema ist an dem Tag? Das glaube ich auch. Sie haben ja recht. Sie haben vollkommen recht. An dem Tag, wo die Hamas getilgt ist, ist das Thema auch erledigt. Wissen Sie, ich habe da jetzt einmal unlängst einen gar nicht einmal so schlechten. Wie tilgst du eine Terrororganisation, die, wie du selber vorher gerade gesagt hast, sich jetzt hundertfach unter die Flüchtlinge nach Südgaza mischt? Du hast jetzt mittlerweile, nein, Achtung. Die tragen keine Abzeichen. Du wirst am Ende alle nie erwischen, aber du wirst die führenden Kräfte der Hamas erwischen. Naja, also bis jetzt haben es 200 bis 500 Hamas-Terroristen. Und eines haben Sie gesagt, Herr Dr. Bornwener, und das haben Sie nicht zu Unrecht gesagt, natürlich ist das, was Israel gerade tut, pro futuro, vor allen terroristischen Anschlägen eine Abschreckung. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Es ist ein wunderbarer Vergleich. Wir haben es heute in der Diskussion gebracht. Sie haben gesagt, alle Schüler in Österreich oder jeder Staatsbürger soll ein Konzentrationslager besuchen. War oft Udo Landbauer hat gesagt, ja, Konzentrationslager. Nein, kleine Udo. Ich mag seine parteipolitischen... Wenn wir mal so älter Statesmen sind und über den großen, weiten Teller, dann müssen wir uns nicht... Wenn du willst mit die Adler kreisen, darfst du nicht mit die Herner becken, Herr Dr. Bornwener, oder? Na, also, Frank. Schluss jetzt, ja, Frank. So, also, okay, so. Wissen Sie, was wir, wisst, wenn ich an das Konzentrationslager denke, bei der Befreiung von Konzentrationslager, bei der Befreiung des sogenannten Nazi-Deutschlands, sind sehr viele zivile Opfer zu verbuchen gewesen. Hunderttausende teilweise. Warum? Weil man das nationalsozialistische Regime ausschalten wollte. Ohne dieses Opfer dieser vielen Menschen, die zivil gestorben sind, würde heute ein Herr Hitler, respektive ein Nachfolger von ihm, noch immer einen faschistoiden Staat, ja, gleichsam eines Terrorstaats des Nahen Ostens beherrschen. Auch das ist eine historische Diskussion. Wissen Sie, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich verstehe ja manchmal diese, die gleichen Typen, ich muss es wirklich sagen, die gleichen, die jetzt sagen, oh, der Krieg ist so blutig, schauen sie alle den neuen Kinofilm über Napoleon an und sagen, der Napoleon war großartig. Wissen Sie, wie viele
Hektoliter Blut an den Händen des großen französischen Kriegshelden Napoleon. Ich habe den immer als Diktator gedacht. Ich mag den Napoleon. Aber ich bin ein Realist. So wird man gedacht. Aber ich bin ein Realist. Das wundert mich allerdings überhaupt nicht. War ein großer Feldherr. Mit dieser großen Heiterkeit. Steht auch eine kleine Napoleon. Er mag Napoleon, weil er ist ja ein kleiner Napoleon. Gibt auch den Napoleon-Komplex? Nein, vor allem, ich bin ja gleich groß wie Napoleon. Unser Napoleon in Lederhose. So, wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann kommen wir zurück, dann haben wir noch zwei Themen, die wir ganz kurz diskutieren müssen. Erstens einmal, was ist mit unseren armen Metallern, die jetzt streiken müssen? Mhm. Und zweitens, und ganz kurz am Schluss, ich kann euch das nicht ersparen, was ist mit unserem armen Herrn Benko, der jetzt zwar die Hälfte der Kronenzeitung besitzt, aber damit nichts anfangen kann. Wir sind gleich wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir kommen von der dramatischen außenpolitischen Situation in Palästina und in diesem Israel-Palästina-Israel-Hamas-Krieg zurück ins kleine Österreich. Ja, auch bei uns geht es dramatisch zu. Wir werden erstmalig in den nächsten Monaten große Streikbewegungen haben. Die Metaller haben gesagt, sie legen alles lahm, weil sie keine 10% Gehaltserhöhung kriegen. Ist das richtig so? Verdienen sie mehr als 10% Gehaltserhöhung? Weil wir stellen ja hier fest, dauernd, wie teuer das Leben ist. Oder sollen sie sich so wie die anderen Branchen mit 5-8% zufrieden geben und in die saure Zitrone beißen? Wir sehen die wirtschaftspolitische Kompetenz der österreichischen Bundesregierung, würde ich sagen, die es zustande gebracht hat, in Österreich noch immer eine Inflation von 6%, von 5,7% an den Tag zu legen, eine Teuerung von 13% von dem absoluten Rekordwert seit dem Zweiten Weltkrieg herunter. Ich vergleiche das heute einmal mehr, 2% die Schweiz, 0,7% Belgien, Dänemark 0,6%, Norwegen 2,8%. So, und alle denselben und jetzt haben wir folgendes genauso. Und jetzt haben wir das folgende Problem. Jetzt haben wir in Österreich eigentlich wirklich eine großartige Situation. Ich weiß ja, wie oft ich auf Gewerkschaft und Wirtschaftskammern und alles schimpfe. Ich halte ja nichts davon, dass die Kammern im Verfassungsrang sind. Aber ich bin froh, dass es sie gibt, wenn sie nicht gerade die Menschen ausbluten und ausplündern. Denn was haben die Kammern in Österreich, die Sozialpartner, zustande gebracht? Sie haben in Österreich zustande gebracht, dass wir einen Streiktag im Jahr haben und die Franzosen zum Beispiel 79 Streiktage haben und die Spanier, weiß ich nicht, 40, 50 Streiktage haben und ganz Europa wirtschaftlich eh hinig benannt, 50, 60, 70, 100 Tage streikt und wir in Österreich wirklich einen prosperierenden Wirtschaftsstandort haben, wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Boot sitzen. Und jetzt haben wir das Problem, nicht mehr lange. Nicht mehr lange, und das finde ich sehr schade, das sage ich bei der Gelegenheit auch, nicht mehr lange, warum? Weil die wahren Zündler dieser Situation natürlich die Bundesregierung ist, die in Österreich eine Inflation verursacht hat, die, und jetzt kommt's, den Anspruch der Gewerkschaft legitimiert. Entschuldige, wenn ich einen realen Lohnverlust von 9% habe, dann möchte ich den realen Lohnverlust von 9% ausgeglichen haben. So, in Wahrheit hat es die österreichische Bundesregierung verursacht, die schwarzen Brüder in der Regierung und die Wirtschaftskammer als verlängerter Arm der schwarzen Brüder und die industriellen Vereinigung kann nun jene dreckige Suppe auslöffeln, die Ihnen der Herr Nehammer, der Herr Wirtschaftsminister, der Herr Finanzminister, der Herr Kocher, der Herr Brunner und wie sie alle heißen, eingebrockt haben. In Wahrheit kennt ihr mit den großen Fetzen davon gejagt für diese Meisterleistung. Daher verstehe ich, was die Gewerkschaft will, verstehe, dass die Gewerkschaft das fordert. Die Gewerkschaft fordert ja nicht 30% mehr und 100 Tage Urlaub, sondern die Gewerkschaft sagt, wir wollen den realen Nettolohnverlust ausgleichen. 9%, ich glaube, dass bei 9% eh durch gewesen wären. Was machen die 6%? Da darfst du dich nicht wundern, wenn Österreich zu einem Land wird, wo wir dann plötzlich 5, 10, 20, 30 Streiktage haben. Also du sagst zum ersten Mal in deinem Leben, der Streik ist legitim. Ich sage, der Streik ist insofern legitim, weil es darum geht, Schatz, von den Metallern gehen alle anderen weg. Also zuerst schließen die Metaller ab, dann der Handel, die Buchdrucker, dann kommst du mit den Journalisten dran. Alle schließen quasi irgendwie an den Metallern ab. Und die Metaller sind immer die Ersten. Und die Metaller sollten festlegen, das sage ich schon, dass es in Österreich nicht sein darf, dass wir ausgerechnet jene bestrafen, die arbeiten.
Es geht ja um jene, die arbeiten. Es geht ja nicht um leistungslose Tachinierer, die ihr Leben lang keinen Schritt getan haben, keinen einzigen Cent Steuer gezahlt haben. Es geht in Österreich um die Leistungsbezieher. Und ich sage, wenn in Österreich jene, die Leistung getätigt haben, nämlich die Pensionisten, Gott sei Dank, das sage ich bei der Gelegenheit auch, ordentlich ausgeglichen worden sind, dass wir nicht eine Pensionsarmut haben am Ende, wo die, Arme, die alten Leute nichts mehr zum Fressen haben und nichts mehr zum Herzen haben, dann muss es auch für die Werktätigen etwas geben. Die haben Familien zu arbeiten und. Daher habe ich für die Gewerkschaften, was das betrifft, vollstes Verständnis. Nur der politische Weitblick der Gewerkschaften und der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung, der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer, fehlt mir. Weil in Wahrheit sollten die nicht streiken, sondern sollten sich alle, egal ob von der einen oder anderen Seite, vor dem Kanzleramt versammeln und Folgendes ausrufen. Wir machen in Österreich einen Steuerstreik, so alle Steuerzahler zahlen für 4 Monate keine Steuer mehr, bis die Regierung zurücktritt und es endlich Neuwahlen gibt. Dann hätte man nämlich die wahren Verursacher aus dem Amt gejagt. Spannender Vorschlag. Je später der Abend, desto spannender. Na, warum, wo ist der Unterschied zwischen einem Arbeitsstreik und einem Steuerstreik? Du bist dran, das müssen Sebastian. Wir jetzt erklären. Hast du Sympathien für diesen Streik und wenn ja, warum? Natürlich haben die Menschen, die jetzt um einen Anteil am Produktivitätszuwachs, der ja real da war in den letzten 12 Monaten und eine Forderung haben, die meiner Meinung nach sehr gemäßigt ist, weil eigentlich nur die Inflationsabgeltung zu fordern, also sie sind bei 11,2%, die wollen ein bisschen mehr dazu haben, aber die lassen sich sicher auch auf 10% runterhandeln oder auf 9,6. Aber dann sieht wirklich, das ist ja eine Form von Verarschung. Ihnen 2,5% am Anfang hinzulegen. Das war ja wirklich ein Fehlerhandschuh. Da verstehe ich, dass dann am Anfang die Fronten gleich verhärtet sind. Und ich verstehe auch nicht, warum die Industrie mit so einer Präpotenz und so einer Geringschätzung gegenüber den arbeitenden Menschen auftreten muss. Da muss ich dem Gerald Gross absolut recht geben. Wenn wir es schaffen, zu wirklich absolut legitimer Weise den Pensionisten 9% zu geben und damit unser Budget um 30 Milliarden pro Jahr zu belasten, weil die Zuschüsse zu den Pensionen inzwischen schon so hoch sind. Und ich finde es wirklich absolut legitim, die Pensionen zu stützen. Aber dann dürfen wir doch bitte bei unseren Werktätigen, also bei den Menschen, die jeden Tag hakeln gehen und die machen ja auch keine leichten Jobs bitte in der metallverarbeitenden Industrie. Also gerade dort können wir ja, und beim Handel auch nicht, da können wir ja nicht sagen, sorry, ihr müsst jetzt quasi die Krot fressen. Und das ist genau das, was wir parallel haben ja schon die Verhandlungen im Handel begonnen, was wir dort ja auch hören von den Konzernsprechern, dass sie sagen, so, es ist alles so schwierig und jetzt können wir leider nicht. Und da denke ich mir so, interessant, bei den Lebensmitteln haut es 20, 30, 50, 75% drauf und holt euch das wieder zurück. Aber wenn eure Beschäftigten 9% wollen, dann heißt es auf einmal, haben wir nicht. Also das geht sie nicht aus. Ich glaube, das hat auch nichts mit Parteipolitik zu tun. Ich glaube, das ist einfach eine Form von Demokratie, politischer Verantwortung, die wir alle tragen. Dass wir uns solidarisch erklären mit den Menschen, die jetzt, wie Sie richtigerweise gesagt haben, ja auch eine Signalwirkung mit ihrem Abschluss auf andere Branchen haben und letztlich in einer Krise, in einer sozialen Krise, in der wir uns nachweislich spätestens seit dem Ukraine-Krieg befinden, auch einen Pflock einschlagen. Wer kommt zuerst? Kommen zuerst die Unternehmensprofite? Oder haben die Menschen, aber die Frage, Gerald, auch eine Antwort? Frage. Sie haben ja vollkommen recht. Sie haben nur einen entscheidenden Architekturfehler in Ihrer Argumentation. Sie haben am Anfang von Produktivität gesprochen. Ich behaupte hier, dass es die Produktivität in der österreichischen Industrie im abgelaufenen Jahr nicht mehr gibt. Wir haben so hohe Betriebspleiten wie noch nie zuvor. Ja, das stimmt ja. Und wir haben leere Auftragsbücher. Uns bricht gerade die Bauindustrie weg. Sollte ich gerade sagen. Ich sag's nur. Also, ja, meine Frage. Ihr Argument ist richtig. Ja, nur das schon. Problem ist, dass die Unternehmen das Geld nicht haben. Ja. Wir haben jetzt folgende Situation. Die Regierung verursacht die Teuerung. Die Unternehmen haben das Geld nicht mehr, setzen jetzt mittlerweile wertvolle Arbeitskräfte frei. So ist ja die Wahrheit. Es werden derzeit nicht die Milliardengewinne abgeschöpft. Zweifelsohne nicht. Und ich rede von der österreichischen Industrie und vom österreichischen Handel. So. Und was war die letzten 12 Monate? Herr Dr. Bornmänner, da wurde die Gewinnausschüttung für die Bilanzjahre vor 48 Monaten ausgeschüttet. Achtung! Die jede GmbH bilanziert, gibt es einen Jahresausschluss und dann 8 Monate später morgen die Frage, Gerald, es geht um dieses Jahr. So, das die Frage, ist Gerald, 2023. Das ist ja meine Frage, Gerald. Meine Frage lautet, können wir uns einen Streik der Metaller überhaupt noch leisten in diesem Land? Oder fahren wir gerade gegen die Wand? Wir fahren ja an die Wand. Wir fahren ja an die Wand. Nur ich halte den Streit, dass der Streit zwischen Industrie, also zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zustande kommt, heute falsch.
Der Auslöser des Streits ist die Regierung und ihre kaputte Wirtschaftspolitik. Und auf das möchte ich es hin fokussieren. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Wir haben in Wahrheit Betriebe, die was im Regen stehen lassen werden. Durch die hohen Energiekosten. Durch die hohen Energiekosten, durch die hohen Produktionskosten. Bauwirtschaft, Stichwort, bricht uns gerade weg wie noch nie zuvor. Tatsächlich. Warten Sie, was jetzt im Winter daherkommt. Mhm. Wir werden es einmal so richtig ein Problem sehen. Und zwar so ein echtes Problem. Dann haben wir, und ich freue mich nicht darüber, dann haben wir die Arbeitnehmerseiten, die sagt, was, unsere Leute sollen auf 10% verzichten? Die Preise sind um 30% angestiegen und die geben uns nicht einmal 10%. Ja, aber wissen Sie, was mein Problem ist? Ich sehe das jetzt tatsächlich nicht aus einer ideologischen Brille, sondern aus einer logischen Brille heraus, weil ich sage, das ist ein Problem, das jetzt beide trifft, die in Wahrheit handlungsunfähig sind. Und wissen Sie, was das nächste Problem ist? Sie gehen ja immer von der Nummer aus, oh, der Spaß soll zahlen. Bin ich der gleichen Meinung wie Sie oder der Biller? Für alle sollen zahlen. Sagen wir, alle sollen zahlen. Ich möchte für niemanden mehr. In dem Fall die Föst. So. Wissen Sie, oder die Großen. Wissen Sie, was die Großen sollen zahlen? Genau. Die Großen. Aber die Kleinen sind mit dabei. Wissen Sie, was das Problem ist? Die Kleinen sind mit dabei. Ich sage Ihnen folgendes. Ich sage Ihnen folgendes Thema. Wissen Sie, wie viele Klein- und Mittelbetriebe es gibt derzeit in Österreich, ihre Betriebe geschlossen haben, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, weil die vertrottelten Hausbesitzer, meistens sonst Versicherungen und Banken, die das locker ausbuchen, die Leute ausgeschmissen haben, nachdem sie in bester Innenstadtlage die Mietpreise auf 4.000 Euro in die Höhe getrieben haben, die Idioten. Wissen Sie, wie viele Betriebe derzeit jammern, weil sie sich die 10-15% möglicherweise Gehaltserhöhung wirklich nicht mehr leisten können, weil die Umsätze stagnieren? Und das ist derzeit aber unser Hauptproblem. Aber Herr Kross, wissen Sie, und da muss ich Ihnen recht geben, und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, an dem wir jetzt wirklich ansetzen müssen, weil die Unternehmen können sich das deswegen, und da muss ich dem Sepp Schellhorn, und ich mag den EOS wirklich nicht, ja, ja, aber das, was der Sepp Schellhorn sagt, ist zutiefst richtig. Ja. Weil die 15%, die jetzt in Bezug auf das Gehalt, auf das Bruttogehalt mehr gezahlt werden müssen, ja, sind ja ungleich mehr an Belastung durch die ganzen Abgaben. Genau. Das heißt, was an Netto von den 15 oder 10% Gehalt ankommt, zahlt der Unternehmer doppelt. Das ist der wieder Tag unser Finanzminister. Und da müssen wir betteln gehen, dass wir ein bisschen was zurückbekommen. Ist es, ja. Und das ist für mich der Grundbaufehler. Ich glaube, wir könnten jede Gehaltssteigerung locker ermöglichen, wenn wir die Lohnnebenkosten runterdrücken würden. Und das wiederum ist nicht eine Verantwortung von den Sozialpartnern, sondern von der Regierung. Ja, sagt er ja. Und da müssen wir ansetzen. Und wer verdient an der Inflation? Der Herr Magnus Brunner. Genau. Dagobert Duck, im Übrigen mittlerweile nur mehr mit Spiegel. Und wer gönnt wenn es nämlich eine Inflation von 6% hast, auf einmal haben wir die aufgeblasenen Kabinette. Ja, und auf einmal haben die aufgeblasenen PR-Budgets und Kabinette. Und jetzt fangen die Grünen an im Vizekanzleramt, im Umweltministerium, und die Schwarzen überall ihre Mitarbeiter in den Ministerien zu versorgen. Ja, ja, natürlich, ja. Herr Dr. So. Bormena. Ja, so. Ganz und damit, Neues, oder? Und ja, damit... Na? Ich gedacht, das sind die Ehrlichen. Und damit kommen wir... Und damit kommen wir wie immer am Dienstag zu einem Da Capo. Und wenn wir schon über den Wirtschaftsstandort Österreich reden, dann können wir natürlich über das Arbeitsthema dieses Wirtschaftsstandorts nicht hinweggehen, auch wenn wir es derzeit eh schon jede Woche diskutieren, aber es wird jede Woche noch tragischer oder noch lustiger, je nachdem, unter welcher Perspektive man sieht. Das ist unser armer René. Der arme René Benko mit seinen 50% von der Kronenzeitung und seine 27 Milliarden an Immobilienbesitz und seine, weiß ich was, 14 Milliarden mindestens Kreditschulden. Was macht man denn jetzt mit dem armen René Benko? Und wird der arme René Benko als verlängerter Arm des armen Sebastian Kurz jetzt möglicherweise unseren Wirtschaftsstandort endgültig in die Grube fahren? Darüber diskutieren wir gleich. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Dienstagabend, irgendwann einmal in den nächsten Minuten im weiteren Sinn geht es auf Mitternacht zu. Ja? High Noon könnte man sagen, im weitesten Sinn. Das gilt natürlich auch für unseren bekanntesten Immobilienjongleur. Gestern bitte auf der Titelseite der Financial Times, es schwimmen ihm die Fälle davon. Das heißt, René Benko wird jetzt wirklich berühmt. Mit ihm wird natürlich auch unser Wirtschaftswunderknabe Sebastian Kurz wirklich berühmt, der ihm ja diese Kredite da teilweise aufgelegt hat. Und jetzt ist die Frage, die ja der Gerald Gross schon in der letzten Sendung gestellt hat und die sich immer mehr konkretisiert, fahrt uns diese ganze Benko-Affäre in den Kanal? Fahren wir gegen die Wand jetzt? Wird unser Wirtschaftsstandort damit mehr oder weniger hops genommen? Denn rund um und um brechen jetzt die Immobilien weg. Ja,
wenn du wirklich in Österreich Immobilien im Wert von 40 Milliarden auf den Markt bringst, na servus, in der jetzigen Situation, ja, wo diese Preise alle fallen. Das Erste, was passiert ist, dass uns die ganzen Immobilienblasen in Österreich explodiert. Das ist einmal das Erste. Davon rede ich, wenn du diese Menge an Immobilien auf den Markt wirkst, dann macht es puff, ja, dann können sie alle die Häuselbesitzer mit ihren Mietsteigerungen, das können sie sich einmagerieren. Das gibt es nämlich dann nicht mehr. So. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist irrsinnig gefährlich, was gerade derzeit passiert, weil wenn das tatsächlich ein Domino wird, wo ich jetzt schon höre, Investoren oder Interessierte kaufen sich einzelne Filetstücke raus, dann schaut es für mich nicht nach geordneter Sanierung aus, sondern eher nach geordneter Abwrackung. Und am Ende, wenn alle Filetstückeln heraus sind, backt für die 15 Milliarden Euro wir als österreichischer Steuerzahler, weil wir draufkommen, das sind systemrelevante Banken, die können wir nicht pleite gehen lassen. So, daher, was ist zu tun? Ich bin ja nicht Investor und kein Aktionär von der Gruppe. Echt nicht? Nein, bin ich nicht. Ich hab gedacht. Nein. Also ich sag dir was, es gibt ein wunderbares Foto, wer alles beim Dörgerlein war. Wer war von uns drei am Dörgerlein? Ich einmal. Alter, bitte. So, dann hätten wir das jetzt. Aber so, ich glaube, es hat fünf Dörgerlein gegeben, ich war bei einem. Nein, ich sag nur, ich hoffe, es hat gemundet. Ist ja vollkommen wurscht. Also, mir und ein paar Männer unterstützt das Dörgerlein nicht. So, ist kein Spiel. Also, was passiert jetzt? Was musst du in Wahrheit machen? In Wahrheit musst du Folgendes machen. Du müsstest in Wahrheit die Investoren, die in den letzten Jahren sehr gut bei ihm kassiert haben, Dividenden 300 Millionen, Dividenden 500 Millionen, die musst du in Wahrheit verpflichten, nachzuschießen. Okay. Warum? Schau, wenn ich mir zum Beispiel den Haselsteiner anschaue. Der Haselsteiner ist einer der größten Investoren und quasi Anteilseigner dieser ganzen Signa-Gruppe. Was hat der für einen 15%. Vorteil gehabt? Was hat der für einen Vorteil gehabt? Erstens, er hat Gewinndividenden bekommen. Zweitens, von Bauten, die seine Bauunternehmensgruppe größtenteils durchgeführt hat. Das heißt, er ist ein doppelter Gewinner. Jetzt sage ich Folgendes. Bevor nur ein einziger Steuerzahler in dem Land, und da sollen jetzt heute alle Parlamentsparteien gut zuhören, alle Clubobleute, alle Rechnungshofsprecher, alle Budgetsprecher. Die Gusenbauerpartei. Bevor in Österreich ein einziger zur Kasse gebeten wird für eine insolvente Bank, zahlt der Herr Haselsteiner mit seinem letzten Cent den Schaden, den die Signa-Gruppe in Österreich anrichten würde, wenn sie Tschare geht. Na, das schau ich mir an. Dann, genau. Ja. Und dann, oder, das ist, oder, das ist aber oder, aus den Traumbüchern. Oder, es gibt bald einmal einen Untersuchungsausschuss über die politischen Verquickungen zwischen dem Herrn Benko, der Frau Riss-Basser, Hahn, Vulgo Hahn, EU-Kommissar, ÖVP, SPÖ, Alfred Gusenbauer und Willi Hansen. Also die Frau Riss-Hahn ist schon FPÖ, das wollen wir jetzt gar nicht. Die Frau Riss-Hahn ist 2002 in meiner Anwesenheit nach Knittelfeld aus der FPÖ ausgetreten. Mit dir gemeinsam? Vor 21 Jahren ausgetreten. So, es war im Übrigen ein Riesenfehler, dass der Jörg Haider, der überhaupt vertraut hat, der ganzen Gruppe. Aber das kann man jetzt, das lassen wir jetzt, das werden wir nicht historisch aufarbeiten. Aber sie sitzt dort als FPÖlerin drinnen und nicht als ÖVPlerin. Sie sitzt nicht als FPÖ. Nein, natürlich. Nein, in keinster Weise, es redet ja von der FPÖ keiner mit ihr. Entschuldige, sie sitzt seit 6 Jahren bei jeder Veranstaltung von der Hanni Mikl-Leitner und von Sebastian Kurz in der ersten Reihe. Na, erstens ist sie eine Frau, kein Mann. Und zweitens, die ist so blau wie ein grüner Kapfenteich in Wahrheit. In keinster Weise. Trüb. Bestenfalls aber nicht. Aber das war sie. In Wahrheit ist es dem Benko gelungen, alle Parteien da hineinzuziehen, mit dem Gusenbauer an der Spitze und mit der zugegebenermaßen in der FPÖ extrem umstrittenen Frau Riss-Hahn, Riss-Basser mit dabei. Der hat die ja nicht genommen, weil sie eine Sozialistin ist oder weil sie eine ÖVP-Mitglied ist. Der hat sie genommen, weil Frau Riss-Hahn, die Frau Riss-Hahn wurde Generaldirektorin der Wüstenrot. Ja, natürlich. Ich lege darauf Wert, und das ist relativ rasch nach ihrem Abgang nach Knittelfeld nach 2002, ich lege darauf Wert, dass die Wüstenrot in keinem einzigen, nicht einmal ein Notizblock hat dort ein FPÖ-Logo, sondern die Wüstenrot ein herrlich, wunderbar aufbereitetes, rotes Unternehmen dieser Republik ist. Mit sehr vielen schwarzen Sprenkeleien, die da drinnen sind. Ich sag's nur bei der Gelegenheit. Die Wüstenrot war nie blau. Und bis heute wundern sich noch immer alle FPÖ-Mitglieder in Österreich, wie die Frau Riss-Basser so rasch bei der Wüstenrot unterkommen konnte. Aber da können wir auch gerne noch einmal über alles diskutieren. Da brauchen wir aber drei eigene Sendungen. Wir müssen auch über den Herrn Gusenbauer diskutieren. Mich wundert es ja nur, dass der Herr Grasser nicht auch noch dabei war. Von dem Ganzen ein gewisser Alfred Gusenbauer. Ja, nein. Und hat mindestens
Eins. Und ich sage, die sollen alle jetzt mit ihrem Privatvermögen einzahlen. Da wird man mal schauen, was hat der Beirat, hat der Aufsichtsratstätigkeiten ausgeübt, ja, nein, hat eine Kontrollfunktion gehabt, wurde nur eine Behübschung, wie viel Geld haben die gekriegt, wie viel Weinkeller, wie viel Apanagen, alles drum und dran, sollen alle zurück in das Unternehmen zahlen. Weil in guten wie in schlechten Zeiten heißt es so schön, oder? Sebastian. Das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube auch, dass wir da wirklich eine Form von persönlicher Haftung auch einführen müssen, weil es geht wirklich um ein abschreckendes Beispiel. Also es geht darum, wenn der René Benko, der ja wirklich lange Zeit sehr, sehr gut mit diesem Modell der politischen Verhaberung gefahren ist, also das war ja ein maßgeblicher Baustein seines unternehmerischen Erfolgs, wie das übrigens nicht, er ist ja nicht der Einzige und hat das Modell auch nicht erfunden, aber er hat es wirklich perfektioniert und er hat einen kongenialen Partner in Sebastian Kurz und anderen gefunden, auch Alfred Gusenbauer, der aber auch mit Diktatoren Geschäfte macht, also der ist jetzt kein Vorzeigesozialdemokrat meiner Meinung nach. Also der hat es geschafft, die alle einzukochen, übrigens mit Ausnahme der Grünen, weil die habe ich dort nicht gesehen bei den Törgelen und ich habe auch nicht gesehen, dass da irgendjemand von irgendjemandem... Nein, bitte. Ich habe gehört, dass dort bei den ganzen Jagden vom Herrn Benko durchaus auch grüne Mandatare mitmarschiert sind. Habe ich gehört. Gut, würde mich wundern, aber kann nichts ausschließen. Nein? Ich bin ja kein Grüner. Ja. Aber ich möchte meine Lust, dass der Babler mittlerweile nichts mehr ausschließt. Das stimmt leider. Man kann in Österreich. Ja. Und die Frau Klawischnik war bei der Novomatik, falls sie sich daran erinnert. Und der Herr Chorherr hat mit dem Herrn Deuner oder Treuner oder wie der heißt. Ja. Der Herr Chorherr hängt da schon voll drin in der ganzen Bauer. Na bitte, legen Sie Ihre Hand für die Grünen nicht im Feuer. Es könnte sein, dass Sie sonst fünf Bratwürstchen haben. Ausführlich für den Chorherr gespendet hat. Ja. Das wissen wir aus dem anderen Prozess. Ja. Allerdings mit der Spende nie was zu tun hat. Ja, natürlich. Ja. Aber genau deswegen, ich glaube, wir müssen diesen Komplex, der in den letzten Jahren, es war wahrscheinlich eh immer schon so, ja, aber ich glaube... Es war noch Ärger. Ja, aber irgendwann reicht's. Ich meine, entschuldige, du kannst wirklich, sie haben da immer den Spruch gebracht vom Brunnen und dem Krug, der so lange... Der ist schon lange gebrochen. Ja, aber genau das ist der Punkt. Und ich denke mir, wir haben das geschluckt in der Bankenkrise, wir haben die Hypo geschluckt. Wir haben so viele faule Eier geschluckt als Steuerzahler. Ich bin satt. Und wenn wir jetzt, wenn der Benko jetzt wirklich, wenn wir den Becken müssen, dann ist irgendwann Schluss. War die Hypo ein Lärcherl. Ich sag's Ihnen. Naja. Bei der Hypo-Abwrackung sind am Ende, war das die Heta, die Abwrackung, wo am Ende war halt ein gutes Geschäft für die Republik, weil wir 4-5 Jahre lang sehr wohl unsere ganzen Assets und Kreditverbindlichkeiten hereinbekommen haben. So. Ich weiß nicht, wie eine Bank 15 Milliarden ausbuchen will. Der Haftungsrahmen war bei der Hypo höher, er wurde nur nie ausgenutzt. Aber dort hast du tatsächliche Schulden von 15 Milliarden. Naja, natürlich nicht, weil denen ja Immobilien... Das ist der Punkt. Wirf mal 5 Immobilien auf. Ich meine, man muss dann natürlich fairerweise schon dazu sagen, die Frage ist, da hat einer natürlich einen Mörderpech gehabt, wer genau in eine Situation reingekommen ist, wo ihm die ganze Immobilien, der ganze Zirkus hat sich aufgelöst. Aber wenn ich mein Geschäftsmodell so ausrichte, dass ich quasi ein Profiteur von einer gewissen Zinspolitik bin. Nein, nicht nur. Das ist von einem Immobilienboom, ist der Profiteur von einem Büroboom. Herr Dr. Bornmänner, Sie haben ein Haus gekauft, oder? Haben Sie einen Kredit finanziert, oder? Haben Sie einen Fixzins? Ja, natürlich. Sehen Sie, Sie sind privilegiert. Dafür zahle ich höhere... Zwei Drittel haben Sie nicht. Ja. Zwei Drittel haben abgeschlossen bei 1,5% und jetzt hocken sie mit 7% Kreditzinsen. Das ist der Herr Benko im Großen, aber 100.000 im Kleinen. Und das ist aus meiner Sicht schon Politik und Staatsversagen. Dass auf der einen Seite, ich finde es richtig, den Mieter zu helfen, aber wo ist eigentlich der Zinsdeckel? Wo ist der Zinsdeckel? Nicht für den Benko, aber für die Kleinen. Das ist eine Frechheit. Die Banken kassieren länger mal breiter. Und die Guthabenzinsen gehen nicht weiter. Die Banken kassieren länger mal breiter, aber wenn es beim Benko zahlen müssen, Da wird mich morgen mein Direktor wieder anrufen, dass ich gestern so schier zu allen Banken war. Ja, kann sein, dass bei mir die Kreditrate steigt. So, wir kommen zum Schluss. Geht's nicht so. Wir kommen zum Schluss. Schluss. Österreichische Bank, nicht in Zypern. Du wolltest Gerald, du wolltest ja, bevor du abgeschweift bist, zu Recht abgeschweift bist, zu Haselsteiner, Gusenbauer etc., wolltest du uns ja sagen,
Es wird viel dramatischer. Das ist eine tolle Sendung. Ja. Das wird, wollte da, ja. Ich wollte das wieder. Das ich bin so froh, dass das du wieder da bist. Der Kapo von der Kapo. Ja. 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 So lieb ja. Seid ihr. Na, wie du großartig du das immer machst. Bitte wirklich. Deshalb. Auch so fair und so ausgewogen. Du unterbrichst kaum. Na, wirklich. Ja. Und wirklich kritisch. Na, wirklich. Heute war ja was herzogen. Nein, nein. Man sagt auch Dörger den Wufe zu dir. Naja, weil ich einmal dort war. Naja, naja. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Du wolltest uns ja sagen, ja. Das Ganze wird noch sehr, sehr dramatisch werden für Österreich. Kann sein, ja. Und du verkneifst dir jede Form der Schadenfreude, ja. Weil wir werden alle noch ziemlich ja, aus der Wäsche Problem, schauen, ja. Wie es so schön ist. Und zwar warum? Schau, du kannst natürlich diesen Benko, diesen Signa-Konzern disloziert vom Rest der Gesellschaft betrachten. Du kannst sagen, gut, da gibt es ein paar Bilanzbücher, 1000 Firmen und ein paar Geschäftskonten. Das sehe ich nicht so. Mein Problem ist, dass das wahrscheinlich einer der größten Betriebe derzeit ist in Österreich, der immobilientechnisch unterwegs ist, auch in der Entwicklung. Daher gibt es einen Kasalzusammenhang oder quasi eine Verbindung, kommunizierendes Gefäß zur gesamten Bauwirtschaft. Das heißt, jetzt haben wir sowieso die Bauwirtschaft, die seit einem halben, dreiviertel Jahr ein Riesenproblem hat. Jetzt kommt die Signa-Geschichte auch noch dazu. Da trifft sie vor allem, wir haben Bauwirtschaft, nicht eine Signa in dem Land, wir haben Dutzende Signas. Es trifft ja nicht nur dann im Übrigen die österreichische Wirtschaft, es trifft teilweise auch die deutsche Wirtschaft, die Bauwirtschaft. Es trifft sogar, wenn ich an mein schönes altes Hotel Bauer in Venedig denke, wo der Negroni auf der Dachterrasse immer der Beste in ganz Venedig war, das trifft sogar die. Ja, gut, die werden zwar schmerzen können. Naja, aber was machst du denn damit? Aber wir das haben sind jetzt Baukräne, das sind Baukräne. Das ist eines der größten Hotels von Venedig. Die haben 365 Tage Saison, da wird nicht mehr weitergebaut. Was passiert denn jetzt? Und so stellt sich das die Venezianer die Frage, die Grazer, die Wiener, die Innsbrucker, die Stuttgarter, die Frankfurter, die Hamburger. Alle stellen sich die Frage, was passiert jetzt? Da gibt es Baustopp. Und da fragen sie jetzt im Hintergrund die Baufirmen, was passiert? Wer zahlt uns? Wer zahlt die Rechnungen? Und da werden wir ein Riesenproblem haben. Wir werden einerseits die Zulieferbetriebe haben, die ein Problem kriegen. Welche Rechnungen sind gezahlt? Weil das, was ich derzeit sehe, sind ja nur die Banken. Was ist der Schnitt, wenn da jetzt ein Manager drüber geht und sagt, was sind die Verbindlichkeiten? Wissen Sie, was ich für ein Problem habe? Jedes Mal, wenn in dem Land, wirklich, und das ist jetzt aus meinen bescheidenen paar Hacki-Jahren kommt das raus, dann liest du in der Zeitung, Betrieb mit 100 Millionen meldet Insolvenz an. KSV meldet oder 25. Wenn die Insolvenz abgewickelt ist, ist das immer mal zwei. Dann sind es nämlich 200 Millionen. Das heißt, wenn jetzt am Ende 15 Milliarden dastehen, als möglicher Super-GAU, ich wünsche es niemandem und schon gar nicht uns, dann kann es da passieren, dass am Ende 30 Milliarden schlagend werden. Bei 1000 Firmen hat ja keiner mehr einen Überblick. Und es kann natürlich noch viel mehr werden, weil es gibt ja nicht nur 1000 Firmen im Benko-Reich, es gibt leider auch ein paar hundert Immobilienfirmen in diesem Land mindestens. Ja, ja, ja. Die gut die zittern haben, derzeit die alle wie Essen. Mit, ja. Du hast das Schlusswort. Ja, ich glaube, also erst einmal, es gibt einen Insolvenzentgeltfonds, wo auch Menschen, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja, aber warte mal, ich finde, da haben wir schon auch als Staat die Verpflichtung, dass wir den Menschen, zum Handkuss kommen, dann auch entsprechende Unterstützung geben. Aber, und das ist für mich wirklich wichtig, wir brauchen schon noch eine Form von generalpräventiver Wirkung. Es kann nicht sein, dass wir immer und immer wieder zulassen, dass Konzernkonstrukte so groß werden, dass keiner sich mehr auskennt, dass wir so abhängig davon werden. Das mal sagen. Na, ich glaube, dann müssen das ist nicht das Problem. Es gibt Konzerne, wie zum Beispiel der Red Bull-Konzern, der ist gesund. Da ist nichts Problem. Das Problem ist eher ein anderes Problem. Wir haben in Österreich leider Gottes oder in ganz Europa eine Bankenstruktur und das ist das Hauptproblem, das offenbar auf das nette Gesicht, auf zwei Altpolitiker einmal einen Kredit ohne Haftung gibt, ohne ausreichende. Das meine ich ja. Und wenn ich mir die Immobilien... Das dürfte aber dann nicht der Fall sein. Die Haftung sind die Immobilien, aber jetzt ist einmal die Frage, wie sind die Immobilien bewertet? Ja, aber das ist ja das Problem. Wenn du jetzt nämlich ein Problem hast aber und die Immobilien ja, sind zu hoch bewertet... Zu sein. Ja, aber das ist ja das System Trump. Das ist ja das System Trump. Nein. Dass man quasi mit einer übertriebenen Nein. Bewertung sich höhere Nein. Kredite holt Nein. und dann wieder investiert. Nein. Und das ist ein ganzes Domino-Spiel. System Trump war das etwas anderes. Schon, das und es wundert mich ja, warum das. Nein. Das System ist das Trump System war anders. Trump. Das System Trump war, oder das, was man ihm vorwirft, durch eine überhöhte Bewertung seiner bereits im Besitz befindlichen Immobilien, nicht kreditfinanziert, ja. alles erledigt, sich günstigere Versicherungen organisiert zu haben. Auch, nämlich, indem auch er gesagt hat, wisst was, dort, das macht aber Kredite. Jeder. Ja, eh, so, darum geht's. Das Zweite, was auch jeder macht, ist, dass einer hergeht und sagt, und da verstehe ich diese Geschichte, hergeht und sagt,
der Trump in dem Fall sagt, mein Hurm ist 100 Millionen wert und die Bank sagt, na, dein Hurm ist ein Scheiß, der ist nur 50 Millionen wert. Dann kommen beide überein und sagen, gut, dann machst du einen Gutachter. Und der Gutachter sagt, 70 Millionen. Aber wenn ich eine, so eine die Bank ist der Meinung, schau, die Bank ist, wenn ich mein Haus anschaue, dann ist meine Bank der Meinung, dass mein Haus nur 20.000 Euro wert ist. Okay? Ich als Kreditnehmer sage, mein Haus ist 1,5 Millionen wert, damit ich das ordentlich kreditfinanzieren kann. Und am Ende, was wird wert sein? 700.000. So, und das stellt der Gutachter fest. Das ist in Amerika das Gleiche. Die Frage ist, was da in Österreich passiert. Das ist das Thema. Ja. Daher, das lassen Thema wir den Trump in. Können wir das als Donald Forever. Können wir als Österreich die Bento-Krise wegstecken? Nein. Oder wird uns das ordentlich durchrütteln? Ich glaube, dass es, wenn schon, ein Verbund auch mit Deutschland sein muss, weil es ist ganz maßgeblich auch mit den deutschen Projekten verbunden. Also das kann man nicht quasi, wir können jetzt die Signa-Gruppe in Österreich retten für die gesamte Europäische Union oder wo er überall seine Projekte hat. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, ich sage das immer und immer wieder, ich verstehe das, Herr Gross, da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Wirtschaftsbetriebe dran, es ist vollkommen richtig. Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht immer wieder solche Monster züchten und denen dann einen Freifahrtschein geben. Nein, und deswegen finde ich die Idee mit dem Untersuchungsausschuss gar nicht so blöd. Weil ich denke mal, wenn wir wirklich zum Handkuss kommen, dann möchte ich aber schon wissen, wo das Geld wirklich aber ist. Aber schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, große Unternehmen sind per se nichts Schlechtes. Wenn ich zum Beispiel an die großartig privatisierte Vös denke, die wirklich ein guter Betrieb ist in Österreich, das ist ein großer. Ja, aber das ist die Ausnahme. Da habe ich kein Problem. Nein, das ist nämlich nicht die Ausnahme. Streik jetzt. Der größte Teil, das stimmt, aber der größte Teil in Österreich sind gute Betriebe. Ja? Und dann lasse ich mir nicht von irgendwelchen Betrieben, die offenbar sehr gute politische Kontakte haben und die sehr unerlaubt oder erlaubt oder was auch immer es zu klären, genutzt haben, dann die schwarzen Schafe darstellen so. Und meinen ganzen Wirtschaftsstandort hinmachen. Das war ein schönes Schlusswort. Das ist das Problem. Die meisten sind die Guten, wirklich. Das sind verantwortungsvolle Betriebe, haben wir überall, die Kleinen wie die Großen. Herr Pfarrer Gross hat uns noch die Mitternachtspredigt gelesen. Ja, das ist ja notwendig bei Gesündern, dass man ordentlich immer, ja. Dass man es war wie immer wunderschön mit euch zu diskutieren. Ja, das ist eine komplementäre Tour geben. Es war großartig. Und ich gebe es Ihnen dafür, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich, wie gesagt, nächsten Dienstag wieder. In der Zwischenzeit erleben wir die Herden ja bei allem Möglichen. Könnte ich mir vorstellen, dass wir uns am Freitag wieder hören. Denn was ist Freitag? Ich weiß nicht. Der Kurzprozess. Jawohl. Freitag ist der Kurzprozess. Ich habe die Ehre, nicht nur die beiden Herren moderieren zu dürfen, sondern auch den Kurzprozess am Freitag. Würde mich freuen, wenn Sie zuschauen und wenn Sie uns in dieser Woche besonders gewogen sind. Danke, dass Sie so lange dran geblieben sind. Danke, dass es Ihnen offenbar so gut gefällt in letzter Zeit, denn die beiden Herren sind plötzlich Quotenkönige. Unglaublich, gratuliere. Und danke, dass wir uns morgen wiedersehen. Zur selben Zeit. Mit welchen Duellpartnern darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst sind die zwar beleidigt. Aber in diesem Sinne, wir sehen uns morgen beim zweiten Lieblingsduell von Ihnen am Mittwochabend. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Gute Nacht. Indisch.